liebe Ursula von der Leyen, lieber Wolfgang Schäuble, lieber Herr Krumrey, liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren und auch diejenigen, die per Livestream jetzt von zu Hause aus unsere Diskussion verfolgen. Ich heiße Sie alle herzlich hier im Konrad-Adenauer-Haus heute Abend willkommen zu unserem dritten Werkstattgespräch im Rahmen der Erarbeitung des Regierungsprogramms für die nächste Legislaturperiode. Diese Aktion, uns zu öffnen und die Frage zu stellen, was Menschen in diesem Land in dieses Programm einbringen wollen, haben wir genannt. Was liegt Ihnen am Herzen? Und wir haben viele eingeladen, uns mit ihren Ideen zu sagen, was für sie wichtig ist. Und im März und im April haben uns über 10.000 Vorschläge erreicht, wo Menschen gesagt haben, das liegt mir am Herzen, das ist wichtig. Der sichere Arbeitsplatz, die gute Bildungschance, ein stabiler Euro, das stabile Geld, weniger Bürokratie für meinen mittelständischen Betrieb oder was auch immer. Und daraus sind Thesen entstanden und im letzten Monat haben dann 16.000 Klicks uns gezeigt, wo Thesen besondere Zustimmung finden. Und noch einmal rund 1.000 Kommentare erreicht, wo dann exklusiv Mitglieder gesagt haben, wenn ihr das so formuliert, dann ist das für mich ganz, ganz wichtig. Daraus sehen wir gute Arbeit, stabiles Geld, damit auch solide Finanzen. Das liegt ganz vielen Menschen am Herzen und das berührt sehr unmittelbar den Verantwortungsbereich der Bundesarbeitsministerin, des Bundesfinanzministers. Wie sichern wir uns? Auch an diesem Wochenende ist ja ein bisschen über diesen Zusammenhang diskutiert worden. Durch gute Arbeit, sichere Arbeitsplätze, auch dann eine auskömmliche finanzielle Ausstattung der sozialen Sicherungssysteme wie des Staates, damit wir in Zukunft investieren können, damit wir ein sicheres, ein gutes Leben in diesem Land auch in eine gute Zukunft tragen. Die gute Entwicklung der letzten Jahre verstetigen. Ich freue mich deswegen und heiße Sie alle, die Gäste hier am Podium, besonders herzlich willkommen. Ich begrüße in der ersten Reihe Herrn Axel Hecht. Er ist einer von denen, die uns gesagt haben, das liegt mir am Herzen, der uns einen Vorschlag eingereicht hat, den er gleich hier selber zur Sprache bringen wird und den wir gebeten haben, auch einen kleinen Überblick über das zu geben, was andere im Rahmen dieser Aktion uns haben wissen lassen. Schön, dass Sie in dieser Weise mitmachen, so wie es eben auch möglich sein wird. Herr Krumrey wird dazu uns weitere Informationen im Laufe des Abends geben. Für diejenigen, die uns am Internet verfolgen, zu sagen, mit einer Mail, mit einem Facebook nutzen, trage ich hier meine Ideen rein, meine Fragen, die dann die Aktiven vom Team Deutschland auch einspeisen in den Abendverlauf. Wir freuen uns auf diese Weise auch mit Ihnen allen zu diskutieren über das, was wichtig ist. Wichtig ist für die nächsten Jahre, denn darum geht es. Wir sind stolz auf die Bilanz, wir sind zuversichtlich, was Wahlen angeht. Aber das Wichtigste ist, was wir für das Land wollen, was für das Land nötig ist, was den Menschen in diesem Land unter den Nägeln brennt. Und ich bin sicher, im Gespräch mit Ursula von der Leyen und Wolfgang Schäuble wird zunächst Henning Krumrey dafür sorgen, dass solche Fragen hier angesprochen zu Wort kommen über das, was Menschen am Herzen liegt. Und das wird uns schlauer machen auf dem Weg zum Regierungsprogramm. Das beschließen wir am 23. Juni hier in Berlin, die Vorstände von CDU und CSU. Wir werden es öffentlich diskutieren, vorstellen am 24. Juni. Also auf dieser Zielgerade sind wir jetzt. Und da sind Sie eingeladen, uns heute an Ihren guten Ideen und Gedanken teilhaben zu lassen. Deswegen noch einmal herzlich willkommen. Lieber Herr Krumrey, übernehmen Sie bitte die Veranstaltung. Vielen Dank, Hermann Gröhe, auch von meiner Seite. Guten Abend und herzlich willkommen. In der Tat beginnt es mit den Regieanweisungen, weil Sie alle sich beteiligen können. Sie hier im Saal können nachher direkt persönlich zu Wort kommen und wer ansonsten beispielsweise es übers Internet verfolgt, kann sich auch auf verschiedenen Wegen beteiligen, entweder über Twitter
mit Hashtag CDU-REG, R-E-G, wie Regierungsprogramm, kann man sich leicht merken, oder über die Mailadresse diskussion@cdu.de oder über Facebook. Da kann man es im Livestream verfolgen, was wir hier diskutieren und auch Beiträge posten, facebook.com/CDU. Wir wollen hier auf dem Podium beginnen mit einem Thema, was, wenn man sich die letzten Tage anschaut, beide Protagonisten hier auf dem Podium besonders am Herzen zu liegen scheint, nämlich das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, jetzt kümmern Sie sich auch noch um Südeuropa, hier ist nichts mehr zu tun? Oder warum ist die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa für uns so wichtig? Natürlich ist im Augenblick Deutschland mit einem sehr robusten Arbeitsmarkt ausgesprochen stark in Europa. Aber wir sind auch stark durch Europa. Wir haben ja eine wirklich bereichernde gemeinsame europäische Geschichte, gerade jetzt die Europäische Union auch, die uns unendlich viel geholfen hat, auch diese Stärke zu erreichen, die wir heute haben. Und wenn wir uns anschauen, den europäischen Arbeitsmarkt, dann sehen wir, dass wir im Augenblick fast 6 Millionen junge Menschen in Europa haben, die weder eine Ausbildung haben, noch einen Arbeitsplatz haben. Das sind junge Menschen, die, jeder weiß, dass der Kinder hat, die jetzt wissen wollen, wie es weitergeht in ihrem Leben. Den kann man nicht sagen, in 3 bis 5 Jahren habt ihr eine Chance, wenn sich die Wirtschaft im Süden Europas wieder erholt. Und auf der anderen Seite haben wir hier in Deutschland, Gott sei Dank, das hat auch seinen Grund, leerstehende Ausbildungsplätze, doppelt so viele als unversorgte Bewerber, im Augenblick 33.000. Wir haben fast 1 Million offene Arbeitsplätze, die nicht besetzt sind im Augenblick. Das heißt, wir brauchen hier dringend Menschen, die bereit sind, dieses Land auch mit voranzubringen, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahren in Deutschland, was wirkt bei Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und was sollte man tunlichst meiden. Und da denke ich immer in Europa, wir müssen viel stärker lernen, auch den europäischen Arbeitsmarkt wirklich europäisch als einen zu denken und zu sehen. Wenn junge Menschen Arbeit suchen, wenn hier Arbeit ist, auch in Österreich, auch in den Niederlanden ist viel Arbeit vorhanden, viel Nachfrage vorhanden, dann lass uns das zusammenbringen. Und der zweite Gedanke ist, lass uns in diesen Ländern, die ein Teil unseres Europas sind und die wir auch in Zukunft brauchen, dafür sorgen, dass die Strukturen entstehen, dass nachhaltig auch junge Menschen Arbeit finden, duale Ausbildung aufbauen, den kleinen und mittleren Unternehmen helfen, dass sie Aufträge annehmen können, damit sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Also genau das, was wir hier in Deutschland auch als gute Erfahrung gemacht haben. Schlussendlich gilt, wenn es uns jetzt gelingt, diesen jungen Menschen, die jetzt eine Antwort wollen, eine Perspektive in Europa aufzuzeigen, dann werden diese jungen Menschen diejenigen sein, die die europäische Idee, die europäische Vision, auch diesen Wunsch in Europa miteinander die Zukunft zu gestalten, in die nächste Generation hineintragen, weil sie gelernt haben, dass es Europa war, das ihnen die Antwort bringt. Insofern, Deutschland ist eng verwoben in Europa und wir haben durch Europa Stärke gewonnen, die wir jetzt auch zum Teil zurückgeben können. Aber wie passt das zusammen? Also Facharbeiter, Fachkräftemangel in Deutschland, völlig klar. Und viele Unternehmen haben ja sich bemüht, Arbeitskräfte, gerade junge, anzuwerben, teilweise ja auch mit großem Erfolg. Aber wie passt das zusammen, wenn auch die Regierung sagt, hier ausbilden, damit wir unsere Facharbeiterlücke schließen, andererseits aber auch in beispielsweise Spanien, Portugal. In der Entwicklungspolitik hat man das Stichwort Brain Drain genannt. Also besteht nicht die Gefahr, dass wir die klügsten Köpfe, die fleißigsten Hände hierher lotsen zu unserem Nutzen, aber in den Ländern dann die Entwicklungschancen reduziert sind? Genau deshalb müssen wir zweigleisig arbeiten. Also ich hatte eingangs gesagt, dass wir wir haben zum Beispiel bilaterale Abkommen im Augenblick mit Spanien, mit Italien, mit Portugal, um ganz konkret mit ihnen duale Ausbildung in diesen Ländern aufzubauen. Wir haben zum Beispiel Unternehmen, die sind sowohl platziert in Deutschland als auch in Spanien. Die machen gute Erfahrungen in Deutschland mit der dualen Ausbildung. Die sagen, kommt, lasst uns in Spanien auch die duale Ausbildung um unser Unternehmen hin aufbauen. Wir brauchen nur den theoretischen Strang durch die Regierung. Da sind wir gefordert, gerade als deutsche Regierung auch einfach die Blaupause mitzugeben, zu helfen, dass das aufgebaut wird.
damit dieses Netz der Sicherung des Nachwuchses als Fachkraft auch in diesen Ländern geknüpft wird. Trotzdem müssen wir akut den jungen Menschen, die jetzt eine Antwort brauchen, gleichzeitig, wenn hier Arbeit gesucht wird, die Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu bekommen. Ich finde im Grundsatz, dass es gut ist, für junge Menschen in die Welt hinauszugehen und mehr zu lernen. Davon profitieren wir alle. Und diese jungen Menschen werden auch eines Tages ihre Wege weiterziehen. Ich möchte gerne, dass sie zum Beispiel eine Ausbildung hier in Europa genießen, ehe sie vielleicht nach Australien oder Kanada gehen, weil der Wanderungsdruck so hoch ist, oder nach Lateinamerika. Warum nicht hier auch ihnen diese Chancen direkt geben? Und gerade wenn sie mehr, also wenn sie Fachkräfte werden, wenn sie mehr wissen, dann ist auch die Chance gegeben, dass sie in ihren Ländern dieses Wissen dann wieder umsetzen, um eigene Unternehmen voranzubringen, um zu gründen, sich selbstständig zu machen oder aber eines Tages auch als Fachkraft zurückzukommen. Spanien, Portugal, Italien signalisieren im Augenblick auch ganz deutlich, wir brauchen einerseits die Investitionen in unserem Land. Dazu auch das Thema Kredite für die kleinen und mittleren Unternehmen. Dazu auch der Ausbau der dualen Ausbildung. Aber wir brauchen auch jetzt akut Entlastung, dass die jungen Menschen in Europa eine Antwort kriegen. Insofern profitieren wir alle davon. Herr Minister Schäuble, als Finanzminister sind Sie gleichzeitig auch der führende Wirtschaftspolitiker der CDU. Tut Europa eigentlich genug, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder, also die Chancen dieser Länder, fundamental zu verbessern? Oder ist es nicht bisher doch eher, sagen wir mal, ein Kurieren an Symptomen, Geld geben, Ausbildungsplätze schaffen oder sichern? Nein, Europa tut eine Menge. Das heißt, die richtige Antwort ist eigentlich, die Länder selber müssen eine Menge tun. Wir machen ja alle europäischen Programme immer als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir verschaffen ihnen die Zeit, wenn sie sich an den Finanzmärkten nicht zu erträglichen Konditionen finanzieren können, dass sie die notwendige Zeit haben. Aber die Auflagen, die wir der Troika, das übersetzt sich ja dann in diese Begriffe, die man nicht mehr hören kann, wenn die Troika sagt Auflagen, Reformen, strukturelle Reformen, dann ist es genau das, wir Hilfe zur Selbsthilfe, Zeit verschaffen. Und es funktioniert auch, wenn Sie sich anschauen, die Differenzen in den Arbeitskosten sind deutlich zurückgegangen. Spanien wird sehr viel wettbewerbsfähiger. Griechenland, wenn Sie, die Deutschen sehen das in diesem Jahr. Es reisen unheimlich viele Deutsche in diesem Jahr im Sommer nach Griechenland. Das war im vergangenen Jahr nicht so. Griechenland ist wieder auf dem Weg durch die Reformen, die ihnen auferlegt worden sind mit dem Hilfsprogramm, wettbewerbsfähig zu werden. Das ist das Vielleicht eine. Wollen die Leute einfach nur gucken, was aus dem Geld geworden ist. Naja, im letzten Jahr haben dieselben Leute gesagt und auch dieselben Journalisten, Griechenland ist zu teuer im Vergleich zur Türkei, da ist genauso schön, aber 20% günstiger. So ist es eben nun mal in jeder Wettbewerbswirtschaft. Man muss wettbewerbsfähig sein und es funktioniert gut. Die Zahlen sind in allen Ländern gut. Nur, wie Ursula von der Leyen gesagt hat, die junge Generation kann nicht 5 Jahre warten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen zusätzlich, insbesondere im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die Dinge beschleunigen. Das machen wir in vielfältiger Form. Und wir haben auch gesagt, wir machen auch bilateral, sind wir bereit, die Bundesrepublik Deutschland, ich muss morgen in den Haushaltsausschuss, um den Haushaltsausschuss davon zu unterrichten, dass wir eine Garantie gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau übernehmen, damit die Kreditanstalt für Wiederaufbau sich mit einem Programm an dem spanischen Fonds für Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen beteiligt, mit Fremdkapital, aber wir machen auch Eigenkapital. Natürlich wollen wir damit auch einen Anreiz setzen, dass andere Investoren auch in Spanien oder in anderen Ländern investieren, damit eben dieses durch die Finanzkrise beschädigte Vertrauen zurückbekommt und wir mehr Investitionen und mehr dauerhafte Arbeitsplätze bekommen. Eine Frage, die viele Bürger beschäftigt, ist, wie lange dauert das noch, bis die Länder wieder aus eigener Kraft agieren können? Ja gut, das ist Portugal und Irland, die beiden Länder, die unter Programm sind, sind dabei, im nächsten Jahr wieder den Zugang zu den Finanzmärkten zu haben. Das geht gut. Spanien ist auf einem guten Weg. Nur die Arbeitslosigkeit, das dauert immer lang. Wir haben es übrigens in Deutschland auch gesehen. Die Fehler Schröderscher Politik in den ersten Jahren.
Man redet ja immer nur von Agenda 2010. Aber man vergisst ein bisschen, dass er zunächst mal 98 alle Reformen, die wir mühsam durchgesetzt hatten, zerstört hat. Und damit ging es wirtschaftlich bergab. Und dann hat die Arbeitslosigkeit lange nachgehalten. Wir haben Gott sei Dank Schröder schneller abgewählt, als die Arbeitslosigkeit in Deutschland angehalten hat. Aber wir haben erst in dieser Legislaturperiode erreicht, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf einen Stand gekommen ist. Wir haben den niedersten Stand seit der Wiedervereinigung. Und das zeigt, Arbeitslosigkeit ist immer der Spätindikator. Sie kommt spät bei einer wirtschaftlichen Verschlechterung, aber sie geht auch spät. Nur wir können nicht die junge Generation in Europa warten lassen, sondern wir müssen es schneller tun. Deswegen arbeiten wir ja da auch ganz eng zusammen in Berlin und in Paris und überall in Europa, in Spanien. Demnächst gehen wir nach Rom, mit den Italienern darüber zu reden, um die Dinge schneller voranzubringen. Frau von der Leyen, wir haben vorhin ja angefangen mit der Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt konnte man ja in Frankreich beispielsweise sehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit dann sehr nach oben geschnellt ist, nachdem man dort einen Mindestlohn eingeführt hatte, der die Chancen gerade eben für Anfänger verschlechtert hat. Warum kommt nun die CDU und Sie ja sozusagen vorne an der Spitze weg, auch mit dem Thema Mindestlohn? Der heißt natürlich bei Ihnen ganz anders, das weiß ich wohl. Oh, der heißt auch schon Mindestlohn, damit wir gleich wissen, worüber wir reden. Der heißt auch Mindestlohn. Den Mindestlohn muss man richtig machen. Der ist weder ein Allheilmittel gegen alle sozialen Probleme, noch ist er eine Katastrophe für den Arbeitsmarkt. Die Frage ist, wie bei jedem Lohn übrigens, ob er die richtige Höhe hat. Und das ist genau der kritische Punkt. Sie haben eben Frankreich erwähnt. Ich gebe Ihnen ein anderes Land mit einer ganz niedrigen Jugendarbeitslosigkeit. Das sind die Niederlande. Und siehe da, die Niederlande haben auch Mindestlöhne. Sie haben aber für Jugendliche andere Mindestlöhne stufenweise, die ansteigen, bis sie Fachkräfte sind, erwachsen sind und dann den jeweiligen Mindestlohn haben. Das zeigt, wir müssen gar nicht darüber nachdenken, ob es einen Mindestlohn gibt. Und ich kann vielleicht gleich noch mal sagen, warum wir das jetzt in Deutschland brauchen, sondern wie wir ihn richtig machen. Vielleicht vorweg die Frage, warum wir jetzt in Deutschland einen Mindestlohn brauchen. Wir haben die letzten 60 Jahre gut gelebt mit der sozialen Marktwirtschaft, in der wir das Prinzip gehabt haben und auch weiter haben wollen, dass es die Sozialpartner sind, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, die für ihre Mitglieder die Löhne aushandeln. Ist immer gut gegangen. Was wir aber sehen in den letzten Jahren, ist, dass die Bindung an die Gewerkschaften und an die Arbeitgeberverbände sinkt. Die neuesten Zahlen sind, dass wir in den neuen Bundesländern gerade noch 36% sogenannte Tarifbindung haben. Und in den alten Bundesländern liegt sie bei 50%. Also die Tarifbindung ist deutlich gesunken. Das heißt, es gibt viele weiße Flecken, wo niemand mehr aufsteht für faire Löhne und übrigens auch niemand mehr aufsteht für anständige Arbeitgeber, die gute Löhne zahlen wollen, aber von der Konkurrenz, die mit Dumpinglöhnen kommt, unterboten wird und die dann in diese Abwärtsspirale geraten auf dem Lohnsektor. Und deshalb haben wir gesagt, das Prinzip, was gut funktioniert hat in Deutschland, Gewerkschaften und Arbeitgeber das aushandeln. Übrigens, wir haben 13 Branchen, wo Gewerkschaften und Arbeitgeber für 4 Millionen Menschen Mindestlöhne ausgehandelt haben seit Jahren und es funktioniert hervorragend. Gerade in jüngster Zeit haben wir den Pflegemindestlohn, die Zeitarbeitsmindestlohn auch eingeführt. Dieses Prinzip lass uns bundesweit anwenden. Lass uns eine Kommission machen, da sind Gewerkschaften und Arbeitgeber, die sind die Experten über Löhne, die handeln das aus. Was die Opposition will, ist, die wollen politischen Mindestlohn. Kann man sich vorstellen, Gabriel und Gysi verhandeln das im Parlament, das führt ins Elend. Das wollen wir nicht. Die haben keine Ahnung, wenn ich das mal so sagen darf, über Lohnstrukturen. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben im Augenblick 65.000 Tarifverträge, die ausgehandelt sind in ihrem Bereich. Das heißt, da ist ganz viel Wissen auch über Marktmechanismen. Und insofern bin ich der Meinung, dass wir bei sinkender Tarifbindung, wenn wir anständige Löhne und faire Bedingungen auch für Arbeitgeber haben wollen, in der nächsten Legislaturperiode ein Gesetz auf den Weg bringen müssen, indem wir über eine Kommission formulieren mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die handeln aus, wie hoch der Mindestlohn ist und wie er aussieht, in welcher Form. Da ist es meines Erachtens an der richtigen Stelle dann auch untergebracht. Frage an den Ordnungspolitiker Schäuble. Wie passt denn das eigentlich zur Vertragsfreiheit in der Marktwirtschaft? Vertragsfreiheit heißt ja auch, wenn ich keinen Vertragspartner habe, gibt es halt keinen Vertrag. Und dann kommt die Politik und sagt,
Da gibt es keine Vertragspartner, wir konstruieren jetzt welche. Naja, Ordnungspolitik ist ja ein bisschen mehr. Ordnungspolitik in Deutschland, im Land der sozialen Marktwirtschaft, ist immer gewesen, dass wir die Überlegenheit der Effizienz einer marktwirtschaftlichen Ordnung, wo der Wettbewerb über die Optimierung der Allokation von Ressourcen, also wo man Kapital und Arbeitskräfte einsetzt, die Produktionsfaktoren, entscheidet, aber das verbindet mit Vorkehrungen für soziale Nachhaltigkeit und inzwischen auch ökologische Nachhaltigkeit und für Ausgleich, für Chancenausgleich. Wir haben ja die alte Debatte auch sehr grundsätzlich zwischen Freiheit und Gleichheit. Und wir sagen immer, wer für Freiheit ist, der muss für Chancengleichheit, für Chancengerechtigkeit eintreten, aber nicht für Gleichheit der Ergebnisse. Dann untergräbt er nämlich die Freiheit und dann wird das vielleicht nach den Vorstellungen mancher Ideologen das alles gerecht. Wenn alle gleich arm sind, haben wir auch einen Zustand von Gerechtigkeit. Das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir im Arbeitsrecht schon immer starke Einschränkungen der Vertragsfreiheit gehabt. Das ist völlig richtig. Und in einer Zeit, in der die Tarifbindung so abgenommen hat, in der im Übrigen ja auch die technologische Revolution in der Wirtschaft, in den Arbeitsmärkten, auch die Globalisierung dazu führt, dass sich Arbeitsmärkte total verändern. Wir haben eben nicht mehr die Fabriken, wo 30.000 Arbeitnehmer beschäftigt, so früher sich man so Firmen vorgestellt hat. Und die Gewerkschaften sind ja heute auch viel differenzierter. 65.000 Tarifverträge habe ich die Arbeitsministerin gerade die Zahlen nennen, hören. Das ist ja eine hochdifferenzierte Welt. Und da gibt es eben, sehen wir ja auch in unserem Land, weiße Flächen, wo niemand etwas regelt. Und dann entstehen diese völlig unzumutbaren Verhältnisse. Und da muss der Sozialstaat dafür Sorge tragen. Also das ist nun wirklich sehr grundsätzlich. Eine Ordnung, die Freiheit nachhaltig sichern will, muss für sozialen Zusammenhalt sorgen. Und wenn sie darauf nicht achtet, dann zerstört sich die Freiheit viel schneller, als manche glauben. Und deswegen sind wir ja so erfolgreich. Wer sind wir nicht von vielen Angelsachsen bespottet worden mit unserer sozialen Marktwirtschaft oder der rheinische Kapitalismus, haben die so gesagt. Oder es gab einen berühmten Ökonomen, der war auch Staatspräsident in einem wichtigen Nachbarland, der hat gesagt, und die britischen Konservativen haben ihm zugejubelt, Marktwirtschaft ohne Attribute. Na, als dann die große Krise 2008 war und wir überall die große, als Folge der Finanz- und Bankenkrise, einen wirklich dramatischen wirtschaftlichen Rückgang hatten, seitdem spottet keiner mehr über Deutschland, weil unsere Form von sozialer Partnerschaft, von einer ja natürlich auch Konkurrenzsituation zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, aber doch auch von einer gemeinsamen Verantwortung. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Das hat sich doch viel besser bewährt und hat uns viel flexiblere Anpassungen ermöglicht. Und deswegen ist es doch völlig richtig. In dieser Zeit, unter diesen Veränderungen, ist die Fortsetzung von Ludwig Erhard. Wenn der heute leben würde, würde er genau diese Art von Mindestlohn vertreten, wie es Ursula von der Leyen beschrieben hat. Ich will einen Punkt noch. Im Ausland, wenn man unterwegs ist im Augenblick, ist die Aufmerksamkeit enorm groß und die Nachfrage, was wir eigentlich so anders machen mit der Sozialpartnerschaft. Denn man sieht inzwischen in der internationalen Forschung, reichere und oder wohlhabende Gesellschaften, wo die Ungleichheit gering ist, versus Gesellschaften, wo die Ungleichheit der Einkommen eklatant weit ist, dass ein Kriterium bei denen, wo geringe Ungleichheiten da sind, wo der Wohlstand hoch ist, aber für alle, die mitkommen, nicht nur der Gesetzgeber da ist, sondern ein gut funktionierendes System auch untergesetzlich von Sozialpartnerschaft, die etwas aushandeln. Und das hat einfach damit zu tun, der Gesetzgeber kann den Rahmen grob stecken. Wir wollen gar nicht bis ins letzte Detail hinein regulieren. Aber wir müssen den Rahmen so klug stecken, dass eben die unterschiedlichen Interessengruppen, Sozialpartner, in die Lage versetzt werden, für ihre Beschäftigten oder für ihre Arbeitgeber, Mitglieder dann auch aufzustehen und das Richtige auszuhandeln. Und dann hat man eine viel feinere Möglichkeit, auch die richtige Balance zwischen Marktwirtschaft in ihrer ganzen Freiheit, aber eben auch sozialen Leitplanken herzustellen. Und das ist etwas, wo ich mich immer freue im Ausland, wenn unser deutsches Modell plötzlich Konjunktur hat und als sehr modern, sehr erfolgreich in einer globalisierten Welt, wo sie mehr Aushandlungsprozesse einfach auch brauchen, dann hat als andere Gesellschaften das haben.
Nun sind ja die Gruppen, die beim Thema Mindestlohn profitieren könnten, oft auch gleichzeitig die, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Was will, was kann die Politik tun, damit das Normalarbeitsverhältnis auch das Normale möglichst bleibt? Ja, dazu muss man erstmal sagen, Normalarbeitsverhältnis, ich glaube zwei Dinge oder ein, das Wichtigste ist für die Menschen erst einmal befristet oder unbefristet. Dazu muss man einfach nochmal die Zahlen hinlegen. Wir haben im Augenblick 92% aller Arbeitsverhältnisse in Deutschland sind unbefristet, wenn wir von den Sozialversicherungspflichtigen sprechen. Und das Zweite ist, dass man als atypisch oft bezeichnet den Minijob oder Teilzeit wird auch als atypisch bezeichnet, wobei ich diese Definition immer nicht so ganz glücklich finde, denn wir Frauen haben sehr gekämpft für das Recht auf Teilzeit. Also es hat auch was für sich. Und wenn man das mal zusammennimmt, also was nicht unbefristet und nicht Vollzeit ist, dann haben wir immer noch Vollzeit und unbefristet 75%. Und 25 sind anders, aber wie ich eben sagte, auch unterschiedlich. Und deshalb ist eher die Frage eigentlich, was sind so die Grundsätze, die wir verfolgen bei anständiger Arbeit? Ich finde, einer der Grundsätze ist, und da ist auch ein großer Konsens in unserer Gesellschaft, dass wenn in einem Land wie unserem jemand Vollzeit arbeitet, der gesund ist, dann muss er oder sie wenigstens am Ende des Monats von der Vollzeitarbeit seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Nicht für die große Familie, das verlange ich gar nicht, aber für sich selber. Sonst entwertet das Arbeit. Das ist der Gedanke auch, dass der Mindestlohn ausgehandelt im Großen und Ganzen das sichern muss. Das ist der eine Grundsatz. Und der zweite Grundsatz ist natürlich immer die Frage, wo sind die schwarzen Schafe unterwegs, um Schindluder zu treiben mit Menschen auch. Wir haben in der Zeitarbeit, die Zeitarbeit hat ihre Berechtigung, wenn sie tatsächlich auch so eingesetzt wird, wie wir das wollen, nämlich für die Auftragsspitzen. Oder wenn sie eine Möglichkeit ist, durch zeitweise Einstellung auch die Brücke in den Arbeitsmarkt zu finden. Sie ist aber nicht dazu da, um Stammbeschäftigte in schlechtere Arbeitsverhältnisse zu zwingen. Also haben wir in der Zeitarbeit auch viel Schlupflöcher, die schwarze Schafe einfach genutzt haben, schließen müssen. Wir haben einen Drehtüreffekt beenden müssen, dass nämlich ein Unternehmen nicht seine Stammbeschäftigten raussetzen kann und sagen kann, ihr könnt ja über eine Zeitarbeitsfirma wieder zum halben Preis bei uns arbeiten. Beispiel. Also immer wieder darauf achten, dass Menschen nicht ausgenutzt werden. Da ist vor allem der Gesetzgeber der Arbeit, die Arbeitsministerin immer sehr gefragt. Denn wir sehen, dass, ich will es mal so rum sagen, 95% oder 98% der Arbeitgeber wollen das Beste auch mit ihren Beschäftigten hinkriegen, wollen das Unternehmen voranbringen. Aber die schwarzen Schafe, die suchen sich immer Schlupflöcher. Das ist das Stichwort jetzt Scheinwerkverträge. Das ist die nächste Ausfallstraße, die benutzt wird. Nämlich, dass eigentlich Menschen angestellt werden in einem Dauerarbeitsverhältnis und man macht einen Scheinwerkvertrag, um auszunutzen, dass man für sie keine Sozialversicherungsleistungen zahlen muss, dass man sie nicht dauerhaft beschäftigen muss. Das sind die Punkte, da müssen wir immer aufpassen. Wird da das Gesetz gebrochen? Dann muss man das ahnden. Oder ist das Gesetz lückenhaft? Dann sind wir als Gesetzgeber gefordert. Und das ist eine Dauerarbeit, der ich mich aber auch gerne stelle. Vermutlich wollen Sie das die nächsten 4 Jahre auch noch tun, entnehme ich diesen Worten. An dieser Stelle, wir knüpfen da gleich nochmal an, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass man sich an der Diskussion beteiligen kann auf Twitter Hashtag CDU-REC oder per Mail diskussion@cdu.de oder auf facebook.com/CDU. Frau von der Leyen, diese wechselhaften Berufsbiografien, Teilzeitbeschäftigung teilweise, dann Arbeitslosigkeit, auch das Thema niedrige Bezahlung, Geringverdiener. Das hinterlässt ja auch Spuren dann in der Rentenbiografie, also verringert den Rentenanspruch. Nun haben Sie ja ein Konzept vorgelegt, damit Geringverdiener, die ein Leben lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben, nicht zum Sozialamt gehen müssen. Sie haben dabei aber durchaus auch Gegenwind bekommen und es gibt ja auch konkurrierende Vorschläge aus anderen Parteien. Warum sind oder was macht Sie von Ihrem Modell so überzeugt, dass es besser sei als die anderen? Also zunächst einmal den Grundsatz. Wir haben gesehen, dass vor 10 Jahren, Herr Schäuble hat
ist angesprochen, dass vor 10 Jahren Reformen gemacht worden sind, die sind handwerklich nicht immer gut gemacht worden. Vor 10 Jahren ist eine große Rentenreform auf den Weg gebracht worden, dass man gesagt hat, und den Gedanken unterstütze ich, wenn wir, meine Generation, wir sind sehr zahlreich auf die Welt gekommen, wenn wir sehr zahlreich in Rente gehen und wir haben relativ wenig Kinder gehabt und die Kinder müssen alleine die Rente für uns verdienen, wird das zu viel. Das ist die Umlage. Also müssen wir etwas das Rentenniveau senken, damit die Kinder das noch schaffen können in der nächsten Generation und gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen privat als zweites Standbein sich eine private Rente auch mit aufbauen. Das ist das Stichwort betriebliche Altersversicherung oder Riester-Rente, um nur Beispiele zu nennen. Der Grundgedanke ist richtig. Was man aber vergessen hat, ist, wenn das Rentenniveau sinkt, dann kommen diejenigen, die sowieso kleine Einkommen haben, die sowieso eine kleine Rente gekriegt hätten, die werden richtig gekniffen sein. Das sind nämlich diejenigen, wo plötzlich dann, nur weil das Rentenniveau sinkt im Laufe der Jahre, das, was sie sich erarbeitet haben, was früher gereicht hätte, unter den neuen Bedingungen in Zukunft, nicht mehr reichen wird, um davon zu leben. Die machen alles richtig. Die arbeiten, die zahlen ein, die sind 30, 40 Jahre Beitragszahler und dann kommt zum Schluss eine Rente raus, die nicht reicht für den Lebensunterhalt. Und dann müssen sie zum Sozialamt und müssen Grundsicherung im Alter beantragen, wie jemand, der keinen einzigen Cent eingezahlt hat. Da bricht Gerechtigkeit. Das geht tief gegen das Gefühl auch der Leistungsgerechtigkeit, dass man, wenn man sich anstrengt, man zum Schluss auch besser dastehen muss, als wenn man das die ganze Zeit nicht gemacht hätte. Und es kommt eine zweite Komponente, also das muss man einfach erklären. Wir hatten vor 10 Jahren ungefähr 5 Millionen oder steigende Zahlen von Arbeitslosen, in der Spitze dann 5 Millionen Arbeitslose. Es sind viele Reformen am Arbeitsmarkt gemacht worden, die gesagt haben, es ist besser, du arbeitest in einem Arbeitsverhältnis auch als Geringverdiener, als dass du arbeitslos bist, unterstütze ich auch, also fördern und fordern. Aber wenn diese Menschen dann im Geringverdienerverhältnis keine Chance haben, hinten am Ende eine Rente aus eigener Kraft zu erarbeiten, dann ist das nicht in Ordnung. Man muss immer, finde ich, das ganze System dann auch betrachten, dass zum Schluss Leistung sich immer lohnt und wir auch tatsächlich Gerechtigkeit haben, wenn alle sich einsetzen. So, und deshalb habe ich gesagt, für diese Geringverdiener müssen wir was tun. Wir müssen nämlich sagen, wenn die 40 Jahre eingezahlt haben und es reicht immer noch nicht, dann müssen wir für diese Menschen die Rente aufstocken, so damit sie aus der Rentenkasse eine eigene Rente kriegen, von der sie wenigstens leben können. Das ist die Lebensleistungsrente und ich finde nach wie vor dieses Prinzip vollständig richtig. Das gehört einfach zu den sozialen Komponenten unserer sozialen Marktwirtschaft mit dazu. Das Problem ist, dass Sie heute überzeugen müssen für etwas, was in der Ferne passiert, in 20, 30 Jahren. Im Augenblick geht es den Rentnerinnen und Rentnern gut. 97,5% aller Rentnerinnen und Rentner haben eine auskömmliche Rente. Aber ich denke gar nicht so sehr an meine Generation. Ich denke eher an die, die nach uns kommen. Wenn die ihre 30, 40 Jahre eingezahlt haben, dann müssen sie am Ende auch eine Chance haben, eine eigene Rente zu kriegen. Und dafür brauchen wir die Lebensleistungsrente. Was mich zuversichtlich macht, ist die Tatsache, dass auch andere Mitbewerber sich nicht mehr davor drücken konnten, die Augen vor diesem Problem zu verschließen, zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen sind. Das zeigt, das Grundprinzip für die Geringverdiener, etwas zu tun, indem man aufstockt, ist richtig. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir am Beginn der nächsten Legislaturperiode diese Lebensleistungsrente dann noch implementieren würden. Was ich unterschätzt habe, will ich ganz offen sagen, ist, weil ich, Sie merken es auch an meinen Worten, viel weiß, mich tief eingearbeitet habe, habe ich damit gerechnet, dass wir viel schneller auch den breiten Überzeugungsprozess hinkriegen. Das habe ich unterschätzt. Da muss ich mehr werben, da muss ich mir auch die Zusammenhänge erklären. Ich muss erklären, dass eine Floristin heute Ausbildungsberuf, Tarifvertrag 1800, das wird eng in 40 Jahren. Also dass wir für die etwas tun müssen, dass wir für die heute aufstehen müssen. Das habe ich dazugelernt, aber das macht mich nicht minder zuversichtlich, dass das Thema, das nicht vom Tisch ist, in Bälde geklärt werden muss. Nun wollen Sie nicht nur den Geringverdienern helfen, sondern auch den Müttern und Vätern, aber in Realität sind es ja im Wesentlichen die Mütter, die
ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, die bisher ja anders behandelt werden als die späteren. Wo soll das nun wieder alles herkommen? Das kostet ja auch ein bisschen also was. Also erstens, Mütter und Geringverdienerinnen ist oft ein und die gleiche, selbe Schnittmenge. Ich bin ja so ein Mensch, der sozusagen beide Seiten, also auch jetzt für diejenigen, die zuhören mit Sklaven, geht um die Frage, Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, da kriegt man einen Rentenpunkt als Mutter. Und für die Kinder, die nach 1992 geboren worden sind, kriegt man drei Rentenpunkte. Es hat auch seine Gründe. Damals, 1992, ist dieses so beschlossen worden, man musste eine Kante einbauen. Wenn man ein neues Gesetz für die Zukunft macht, in der Vergangenheit gab es andere Vergütungen. Nur heute, wenn ich mir das bei mir selber anschaue, ich habe bekanntermaßen 7 Kinder, 2 sind vor 92 geboren, 5 sind nach 92 geboren. Kann man das erklären, warum sich das in der Rentenbiografie unterschiedlich niederschlägt? Nein, fällt schwer. Und was eigentlich viel, viel wichtiger ist, über was für Frauen sprechen wir? Die Kinder, die vor 92 geboren worden sind, alle, die meine Altersklasse sind und älter, die wissen das. Damals war das Wort Ganztagsschule ein Schimpfwort. Damals Kindergartenplatz undenkbar. Undenkbar. Gab es nicht. Gab keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, war nichts zu machen. Krippenplatz war ein Schimpfwort, hieß es, kannst du gleich in die DDR gehen. Ja, so war die Realität. Wenn wir Frauen damals gute Ausbildung hinter uns, unseren Beruf gerne mochten und im Übrigen den Lebensunterhalt für unsere Kinder mitverdienen wollten, was legitim ist, wie die Väter das ja auch wollen, war das richtig bannig schwer. Das heißt, wenn hinten am Ende der Lebensbiografie wenig rauskommt als Rente, hat das auch seine Gründe vorne. Das sind genau die Frauen gewesen, die eben nicht die Gurkenscheiben sich nachmittags auf die Augen gelegt haben, sondern die hatten einen Fulltime-Job, wenn die aus ihrem morgendlichen Job kamen, weil nachmittags dann die Kinder da waren. Das sind diejenigen, die Kraft, Liebe, Zeit, Geld in diese Kinder gesteckt haben, deshalb nicht das Eigenheim haben, wenn sie dann später alt sind. Also alle kennen diese Geschichten. So, und deshalb, was ich eben geschildert habe, vor und nach 92, ist so ein Gerechtigkeitspunkt. Jetzt müssen wir einen zweiten Punkt hinkriegen, der ist auch berechtigt, nämlich wir müssen das alles finanzieren können. Ich sitze ja neben dem Finanzminister, aber es ist genau die Diskussion, die wir auch miteinander führen müssen. Und da will ich gar nicht Finanzminister und Arbeitsministerin oder Sozialministerin ausspielen gegeneinander, sondern im Gegenteil, wir beide wissen, wir müssen das erarbeiten, was wir zum Schluss auch ausgeben. Das hat gut funktioniert in den letzten Jahren. Wir haben uns einen gewissen Spielraum, gerade in der Rentenversicherung, weil der Arbeitsmarkt so gut ist, auch erarbeitet. Der ist nicht allumfassend, aber den können wir nutzen, um die ersten Schritte in genau das, was ich eben geschildert habe, auch zu tun, mit Maß. Ich glaube, für beide Seiten kann man da dann auch eine gute Balance finden. Nun war das jetzt eben, Zahlen hat die Ministerin nicht genannt. Ich vermute, Ihre Kollegin ist Ihnen sehr lieb, aber auch ein bisschen teuer, oder? Und das soll auch so bleiben, in jeder Hinsicht. Nein, es ist, schauen Sie, wir haben ja wirklich in diesen 4 Jahren, in denen wir jetzt zusammen mit der FDP regieren, mehr Erfolge erzielt, als die allermeisten für möglich gehalten hätten. Und das haben wir eben erreicht, weil wir nicht verstanden haben, Finanzpolitik gegen Arbeitsmarktpolitik oder Sozialpolitik gegen Wirtschaftspolitik, sondern weil wir gesagt haben, dafür werben wir ja im Übrigen auch in Europa, wenn wir sagen, solide Finanzen sind eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Wir sagen ja nicht nur Finanzpolitik, das wäre ja völliger Unsinn. Warum waren wir denn erfolgreich in der Finanzpolitik? Weil der Arbeitsmarkt besser läuft und die Wirtschaft. Warum läuft der Arbeitsmarkt besser? Weil die Wirtschaft besser läuft. Warum läuft die Wirtschaft besser? Weil die Menschen wieder durch solide Finanzen Vertrauen gefunden haben. Und Vertrauen ist das Allerwichtigste, damit die Wirtschaft wächst. Deswegen haben wir beide immer nicht nur Seite an Seite am selben Strang gezogen, sondern auch in dieselbe Richtung. Und diese Richtung hat unser Land vorangebracht. Das wird auch in der Zukunft so bleiben. Wir haben einen gewissen Spielraum erarbeitet. Es gibt diese Gerechtigkeitslücke. Das ist wahr und deswegen muss man sie schrittweise lösen. Aber man muss eben die Schrittfolge in dem Tempo bestimmen,
dass wir nicht alles wieder zerstören. Das ist die Kunst in der Politik. Menschen zerstören ja vieles durch Übermaß. Das wissen wir. Das ist eine alte Erfahrung. Und wir haben ganz vernünftig die Balance gehalten. Weder nicht in die eine Richtung übertrieben, nicht in die andere Richtung übertrieben. Und daraus ist diese große, gute Entwicklung geworden, die nicht am Ende ist, die wir fortsetzen können, fortsetzen wollen, fortsetzen müssen. Und da werden wir auch schrittweise uns die Spielräume erarbeiten, Gerechtigkeitslücken, wo sie bestehen. Das ist eine zu schließen. Wie viel kann denn der Finanzminister dann im nächsten Jahr für diese beiden von Ihnen ja auch bestätigten Gerechtigkeitslücken dazuschießen? Naja, im Moment, das eine ist über die Frage der Lebensleistungsrente. Wie sie Ursula von der Leyen beschrieben hat, waren wir uns immer einig. Da haben wir gar kein, das ist eine, auf eine längere Sicht wird es allmählich eine gewisse Anforderung an den Bundeszuschuss stellen, aber das ist zu bewältigen. Die Schließung der Gerechtigkeitslücke bei den sogenannten Mütterrenten ist je nachdem, wie man es macht, ein großes finanzielles Volumen. Deswegen haben wir ja gesagt, auch auf dem Parteitag, wir müssen das schrittweise machen. Wir haben in der Rentenversicherung selbst einen gewissen Spielraum. Und dann werden wir schauen, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren sich weiter fortsetzen wird. Das machen wir genauso wie in den letzten Jahren. Und so gehen wir voran, so haben wir es beschlossen. Nur wir werden darauf achten, dass die vernünftige wirtschaftliche Entwicklung, die vernünftige Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht gefährdet wird. Sonst hätten wir vor lauter guter Absicht, würden wir alles wieder kaputt machen. Das können unsere sozialdemokratischen Kollegen sehr viel besser. Die haben auch viele gute Absichten. Aber meistens erreichen sie das Gegenteil von dem, was sie gewollt haben. Herr Grumreit, das finde ich auch da nochmal wichtig. Ich finde, wir müssen in der Politik immer die klugen Anreize setzen, damit Menschen aus eigener Kraft über sich hinauswachsen und ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn ich mal die Lebensleistungsrente nehme, die sagt ja im Grundsatz, wenn du es schaffst, 40 Jahre Beiträge zu zahlen, da zählt übrigens auch Kindererziehung und Pflege, also es ist eine Vorleistung zu erbringen, dann hast du aber auch tatsächlich eine Chance, am Ende besser dazustehen, als wenn du gesagt hättest, in diesen Zeiten muss ich es nicht ganz so genau nehmen, zum Beispiel mit dem Einzahlen in der Rentenversicherung. Also der Rahmen ist so gesetzt, dass der Anreiz, eine Eigenleistung zu bringen, zunächst einmal da ist. Dann stehen wir aber auch solidarisch da, wenn jemand sich abgestrampelt hat und nur weil sein Einkommen klein ist und das Rentenniveau nicht so hoch ist, es zum Schluss nicht schafft, dann ist die Solidargemeinschaft auch da. Und in den letzten Jahren haben wir, Herr Schäuble und ich, viel Erfahrung auch gemacht, dass wenn man miteinander genau bespricht, wo setzen wir die Akzente, wo müssen wir konsolidieren, und wir haben viel konsolidiert in der Arbeitsmarktpolitik, aber wo setzen wir dann auch Akzente, dann wird das viel klüger in den Anreizsystemen. Wir hatten zum Beispiel dann Spielraum zu setzen beim Bildungspaket bei den Kindern, weil wir sagen, in Hartz IV besser, die Kinder können teilnehmen an all den Dingen, die für sie wichtig sind, wie Sport und Musik und Mittagessen. Dann kann man eine Komponente setzen. Weil wir an anderen Stellen konsolidiert haben. Beispiel ist, dass wir gesagt haben, nicht so viel künstliche Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt, sondern wenn der erste Arbeitsmarkt so offen ist, mit so viel Nachfrage, so fördern, dass die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt reinkommen. Die Rechnung ist aufgegangen. Wir haben relativ gesehen deutlich reduziert die Kosten im Arbeitsministerium und trotzdem mehr Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel in Bildung und Weiterbildung von Arbeitslosen mehr zu investieren, weil durch das Sinken der Arbeitslosigkeit dann das Volumen oder die Möglichkeiten, der Spielraum größer geworden ist, die Akzente so zu setzen, wie wir sie für richtig halten. Nicht mehr Verwaltung der Arbeitslosigkeit, sondern neue Akzente setzen. Herr Minister Schäuble, nun sollen Sie nicht nur dem Etat von Frau von der Leyen noch vielleicht ein bisschen was geben. Sie wollen ja auch nicht etwas weniger einnehmen, aber etwas weniger mehr einnehmen, indem die kalte Progression in der nächsten Legislaturperiode nun endlich, möchte man sagen, zumindest gemildert werden soll. Warum soll das nächste Legislaturperiode klappen, nachdem es in dieser nicht geklappt hat? Na, wir glauben irgendwo, dass sich am Ende Vernunft durchsetzt. Ich meine, kalte Progression, das muss man erklären, die entsteht dadurch, dass wir ja einen progressiv ansteigenden Einkommensteuertarif haben.
Wenn man also mehr verdient, zahlt man einen höheren Prozentsatz Steuern, als wenn man weniger verdient. Das ist auch richtig. Das ist jedenfalls in Deutschland breiter Konsens, dass das sozial richtig ist. Das hat aber nun die Folge, wenn wir eine gewisse Geldentwertung haben. Wir haben zurzeit ein hohes Maß an Preisstabilität, aber die Europäische Zentralbank definiert ja Preisstabilität als eine Preissteigerungsrate von bis zu 2%. Nehmen wir also an, wir hätten 2%. Im Augenblick haben wir 1,5% nur. Dann, wenn Sie jetzt 2% mehr verdienen, dann haben Sie eigentlich nicht mehr, weil das Geld 2% weniger wert wird. Sie zahlen aber einen etwas höheren Prozentsatz. Und das ist die kalte Progression. Das ist im ersten Jahr bei einer niederen Preissteigerungsrate keine Riesensumme. Aber auf längere Sicht ist es natürlich erheblich. Diese Steuer hat eigentlich der Gesetzgeber nie beschlossen. Deswegen ist es doch richtig, das haben wir in dieser Legislaturperiode gesagt, ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt. Andere hatten am Anfang sehr viel weitergehende Vorstellungen. Und da habe ich gesagt, das wird nicht möglich sein. Aber die kalte Progression, die müssen wir beseitigen. Das Gesetz haben wir verabschiedet, aber der Bundesrat hat dem nicht zugestimmt. Ich glaube, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, wenn wir das wieder einbringen werden, dann wird sich auch eine SPD-Mehrheit im Bundesrat beim zweiten Mal hoffentlich dem Druck der Richtigkeit dieser Position und der Gerechtigkeit dieser Position nicht entziehen können. Aber wir sind darauf angewiesen. Wir können Gesetze nur machen mit Zustimmung des Bundesrats. Im Augenblick haben wir eine Mehrheit von SPD und Grünen im Bundesrat. Und die haben mutwillig diese Beseitigung der kalten Progression in dieser Legislaturperiode verhindert. Deswegen wird es natürlich für die SPD und für die Grünen im Wahlkampf schon sehr unglaubwürdig, wenn Sie davon reden. Sie wollten eigentlich gerade die Arbeitnehmer und die Bezieher von kleinen Einkommen entlasten. Dort, wo Sie hätten etwas tun können, oder zumindest indem Sie es nicht blockieren, haben Sie es in dieser Legislaturperiode blockiert. Damit werden wir Sie konfrontieren und damit Sie, wenn Sie dann Besserung geloben, werden Sie in der nächsten Legislaturperiode die Chance haben, die Besserung zu zeigen und dem zuzustimmen. Liebe Zuhörer, Sie haben gemerkt, das Thema Euro hat bisher noch keine Rolle hier gespielt. Denn ich vermute, das hat an anderer Stelle eine größere Rolle gespielt, nämlich bei der Mitmachaktion der CDU zur Erarbeitung des Wahlprogramms. Und deshalb bitte ich jetzt den Vertreter dieser Beteiligungsaktion, Axel Hecht, hier nach oben. Wir wollen ein bisschen hören, was dort diskutiert wurde. Und die beiden Minister merken sich hoffentlich das eine oder andere, was da jetzt präsentiert wird. Herr Hecht, wir haben eines gemeinsam. Wir sind beide nicht Mitglieder irgendeiner Partei, stehen trotzdem hier auf diesem Podium. Sie haben sogar sich die Mühe gemacht, am CDU-Wahlprogramm mitzuarbeiten. Wieso eigentlich? Also, dass man nicht Mitglied einer Partei ist, halte ich für gar keine schlechte Lösung. Das ist aber trotzdem überhaupt kein Grund, wenn man die Chance bekommt, an solch einem Programm mitzuarbeiten, dass man sie dann nutzt. Also Demokratie lebt davon, dass man sich beteiligt, so ähnlich wie man auch unbedingt zur Wahl gehen sollte. Sie sind aber jetzt nicht irgendein U-Boot einer anderen Gruppierung und versuchen jetzt der CDU hier was unterzujubeln? Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich bin Mitglied keiner Partei, aber ich fühle mich als Demokrat. Was war denn Ihr Anliegen, was Sie bei dieser Mitmachaktion, wie gesagt, Hermann Gröhe hat ja vorhin die Zahlen genannt, wie viele Tausend sich beteiligt haben. Was war Ihr Punkt, Ihr Anliegen? Ja, ich habe mich beteiligt mit einer Frage zu Lebensarbeitszeit und zu Ruhestand. Also der demografische Wandel macht aus meiner Sicht viele Änderungen in der Arbeitswelt notwendig. Sinnvoll könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ist die Schaffung von attraktiven gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Ansparen von Lebensarbeitszeit und damit einer besseren Einstellung auf den Ruhestand. Das notieren wir dann schon mal gleich für Ursula von der Leyen. Ein Stift hat sie, einen Zettel kriegt sie von mir. So. Was gab es denn noch? Was waren die Schwerpunkte, die die anderen Teilnehmer Also die Beteiligung in diesem Bereich hat zwei besondere Schwerpunkte. Der eine ist der Euro in verschiedenen Nuancen und das andere sind die schon angesprochenen Renten.
die eine Rolle gespielt haben. Wenn ich mit dem Euro beginnen darf, also es gibt eine intensive Beschäftigung der Damen und Herren, die sich beteiligt haben, mit den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, aber auch mit der besonderen Rolle der Bundesrepublik. Also zum Beispiel, was ist zu tun, wenn Euro-Länder, die in Schwierigkeiten geraten sind, ihre Probleme nicht in absehbarer Zeit alleine lösen können? Wir sollten den Euro erhalten, aber Solidarität darf keine Einbahnstraße sein. In der Euro-Krise wird Deutschland als größte Helfernation, aber auch als Buhmann dargestellt. Es ist aber nicht nur Deutschland, das die Bedingungen für die betroffenen Länder aushandelt. Das muss den betroffenen Ländern deutlich gemacht werden. Und nötig ist eine sparsame Haushaltspolitik ohne neue Schulden und die Rückzahlung der vorhandenen Schulden. Wir brauchen keine Steuererhöhungen, sondern Ausgabeneinsparungen. Also hier spielt der Euro eine ganz, ganz große Rolle. Und beim Thema Rente? Beim Thema Rente, es geht zum Beispiel darum, die Rentenansprüche bei geringfügig Beschäftigten sollten verbessert werden. Gefordert wird deutlich, dass die Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten gemacht werden soll. Und so zieht sich das also durch dieses ganze System der Euro, die Bedeutung der Bundesrepublik und die Renten. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Axel Hecht, der sich stellvertretend für viele hier geäußert hat. Und wir wollen mal hören, vielleicht beginnen wir wieder mit der Arbeitsministerin, Lebensarbeitszeitkonten. Braucht es eine gesetzliche, erstens wollen Sie das, zweitens braucht es eine gesetzliche Regelung oder könnten die Unternehmen das so schon machen? Also erstens, ganz richtiger Vorschlag, vielen Dank. Wir sind ja gut geübt inzwischen, was flexible Arbeitszeiten angeht und so Arbeitszeitkonten, die wir über ein Jahr ansammeln und dann mal entsparen, auch das kennen wir gut. Aber ich finde es einen richtig guten Gedanken, viel stärker darauf einzugehen, dass man sagt, wie ist das eigentlich über die gesamte Lebensarbeitszeit? Es gibt Zeiten, da arbeitet man mehr, da sammelt man, vielleicht möchte man später Zeiten für die Familie haben, vielleicht will man mal ein Sabbatical haben, um einfach eine Fortbildung für sich auch zu machen, Auszeit zu nehmen. Also über eine lange Zeit und dieses Konto von Unternehmen zu Unternehmen muss man mitnehmen können. Es gibt das Gesetz schon, ja, aber ich habe das Gefühl, dieses Gesetz hakt an vielen Ecken und Kanten. Das merkt man daran, dass nur 2% der Betriebe es im Augenblick benutzen. Und was ich tun möchte, ist erstens dem Gesetz selber auf die Unternehmen hören, wo die sagen, dass sie ihre Probleme haben, es tatsächlich auch umzusetzen bei sich im Unternehmen. Und das Zweite ist, was noch nicht gut funktioniert, dass unkompliziert die Lebensarbeitszeit, die man angespart hat auf einem Konto, wenn ich es mal so sagen darf, mitgenommen werden kann von einem Unternehmen zum nächsten. Das ist bei der Deutschen Rentenversicherung angesiedelt. Aber was ich von den Unternehmen höre, ist das Gesetz an sich gut formuliert. In der Umsetzung macht es aber viele Schwierigkeiten. Also das ist ein Thema, an das man mit frischem Mut und Fachwissen rangehen sollte und es verbessern sollte, aufnehmen sollte. Aber da laufen Sie bei uns offene Türen ein. Zweitens Rente. Sie haben recht, bei den geringfügig Beschäftigten, also das wir im Volksmund Minijob nennen einfach, haben wir eine wichtige Änderung jetzt gemacht. Es war bisher so, dass man im Grundsatz nicht rentenversichert war. Nur wenn man genügend informiert war und schlau genug war, es zu tun, konnte man sich freiwillig melden und sagen, ich möchte übrigens doch in die Rentenversicherung auch einzahlen. Wir haben es jetzt genau umgedreht. Wir haben gesagt, bei den Minijobs ist man im Grundsatz erstmal rentenversichert. Das ist wichtig für viele, die überhaupt nicht nachdenken über Rentenversicherung. Und nur wenn man darauf besteht und sich explizit auch meldet und sage, bewusst melde ich mich ab bei der Rentenversicherung, dann muss man allerdings auch wissen, dann hat man keine Rentenzeit, die man da auch gewinnt. Stichwort 40 Jahre später. Kann man da rausgehen? Also wir haben es umgedreht. Das heißt, die große Masse ist im Grundsatz erstmal rentenversichert. Und das ist sicherlich ein Schritt, der auch besser geworden ist. Ich kann allerdings sonst auch nur empfehlen, eine Mini-Job wird auf Dauer nur eine Mini-Rente bringen. Die ist zu weit weg von dem, dass man davon leben kann. Viele Menschen mögen den Mini-Job, wenn sie als Studenten den dazu haben wollen oder als Rentnerinnen und Rentner sagen, ich will nur ein bisschen machen. Im Grundsatz gilt aber in der Mitte des Lebens, also für die große Masse, dass es etwas anderes als der Minijob ist, der auf die Dauer den Lebensunterhalt sichert und damit auch die Rente sichert. Erwerbsminderungsrente, ja, da bin ich auch bei Ihnen.
Es wird jetzt sehr technisch, aber mit der Erhöhung der Lebensarbeitszeit auf 67 sind die Regelungen für die Erwerbsminderungsrente, die haben nicht Schritt gehalten. Das heißt übersetzt, wenn wir länger arbeiten allesamt, müssen auch für diejenigen, die das Risiko haben, durch Krankheit früher in Rente gehen zu müssen, die Erwerbsminderungsrente auch angepasst werden an diese längere Lebensarbeitszeit. Das hat was mit Anrechnungszeiten zu tun. Und auch das ist etwas, was wir mit dem Rentenpaket auf den Weg bringen werden. Danke sehr. Dann hören wir jetzt den Finanzminister. Das Thema, wie lange dauert es noch, bis die Krisenstaaten sich wieder berappelt haben, das hatten wir ja schon, aber ich glaube, was in der Tat viele beschäftigt, ist diese Buhmann-Rolle. Also das Gefühl, wir geben doch ständig unser Geld und dann werden wir noch beschimpft. Sie haben sich ja schon mal dazu geäußert, dass, wie haben Sie gesagt, das ist nicht schön, wenn man in einer Hakenkreuzuniform dargestellt wird. Muss man das jetzt einfach ertragen? Also ist das übertriebener Nationalstolz, wenn die Deutschen das nicht gerne hören möchten? Nein, man muss immer auch zwischen Einzelfällen und der großen Mehrheit unterscheiden. Wir haben gerade Umfragen in Europa bekommen, welche Länder in den anderen europäischen Ländern oder welche Völker besonders beliebt sind. Und da sind wir Deutsche im Augenblick ganz oben in der Beliebtheitsskala. Und zwar nicht nur in England, da ist es auch ein bisschen überraschend, nicht? Wir waren lange Zeit für die Engländer, das kann man ja auch verstehen. Also haben sie lieber ihren Spott über uns gemacht. Inzwischen sind wir mit weitem Abstand, haben wir das beste Ansehen. In England, in Frankreich ist das sowieso, das ist übrigens wechselseitig. Auch die Franzosen sind natürlich mit weitem Abstand in allen Umfragen in Deutschland das Volk, das uns am nächsten ist. Aber es ist auch in Südeuropa so. Wir haben ein hohes Ansehen, man darf sich da nicht täuschen. Die Medien berichten natürlich von den Einzelnen, immer von Einzelfällen. Und je skandalöser, also ich meine, dumme Karikaturen oder dumme Bilder gibt es auch in deutschen Medien. Und es ist auch manches über südeuropäische Länder in Deutschland dumm geredet worden. Es gibt ja nicht ein Monopol für andere Länder, dummes Zeug zu reden. Das kann auch in Deutschland sein. Aber generell ist es nicht so. Natürlich ist das klar. Das muss man doch wissen in einer Situation, wo wir im Augenblick, das kann auch schnell wieder sich ändern, weniger Probleme haben als andere Länder. Müssen wir doch wissen, dass wir besonders auch Rücksicht auf andere nehmen müssen. Und Europa beruht nun einmal auf dem Prinzip, dass wir Solidarität üben müssen. Wir Deutsche haben übrigens auch die meisten Vorteile aus Europa. Das wird gelegentlich in Deutschland nicht so scharf gesehen wie anderswo. In einem großen gemeinsamen Markt haben natürlich die meisten Vorteile, die am wettbewerbsstärksten sind, da wir ganz gut sind. Haben wir größere Vorteile. Wir haben also mehr zu verlieren als andere. Das sehen die anderen schärfer als wir. Nur müssen wir darauf achten. Worum es geht, ist ja nun dafür zu sorgen, dass Europa insgesamt stark wird. Die eigentliche Herausforderung für alle Europäer ist doch, dass wir in dieser rasanten Entwicklung der Welt, das, was man Globalisierung nennt, Schritt halten können mit anderen, die eine ganz andere Entwicklung der Bevölkerungszahl haben. Wir werden weniger älter, andere werden sehr viel mehr und sehr viel jüngere Menschen. Andere arbeiten zu viel niedrigeren Löhnen und deswegen müssen wir natürlich innovationsfähig bleiben, neue Technologien anwenden. Da haben wir auch in Europa eher eine größere Skepsis. Wir sind ja auch dichter besiedelt als andere. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist ja niemand in Europa damit gedient, dass Deutschland schwächer wird. Sondern wir haben alle ein Interesse daran, dass Europa insgesamt stärker wird. Und deswegen sagen wir, Solidarität ist das eine, das ist notwendig. Man kann eine Gemeinschaft nicht bauen, wenn man nicht auch zusammensteht. Und der gerade besser geht, muss den anderen auch bereit sein, für die einzutreten, im eigenen Interesse. Aber Solidität gehört genauso dazu. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und deswegen die Auflagen, über die wir vorher gesprochen haben. Die Länder müssen die Zeit nutzen, um ihre Probleme zu lösen. Denn die Ursachen liegen in diesen Ländern. Und nun haben die Menschen dort diese Schwierigkeiten auszuhalten. Und wenn man eine so hohe Jugendarbeitslosigkeit hat, ist das ein Problem. Deswegen müssen wir schneller bekämpfen. Und wenn man das sieht, dann glaube ich, sollten wir Deutsche
nicht zu empfindlich sein, wenn mal in der Zeitung was Blödes geschrieben wird, sondern wir sollten sagen, nein, wir bringen gemeinsam Europa voran. Wir haben doch nach den Erfahrungen, die wir alle in Europa gemacht haben, aber die Deutschen vielleicht ein bisschen noch heftiger als andere, in diesem neuen Jahrhundert, in dem wir jetzt auch schon wieder mehr als 10 Jahre vorüber sind, angesichts der globalen Verflechtung nur eine Chance, wenn Europa schrittweise zusammenwächst. Sonst ist jeder Einzelne von uns zu klein und wir werden von anderen bestimmt. Dies dann mit sozialer Gerechtigkeit, mit Umweltschutz weniger ernst nehmen, mit Menschenrechten weniger ernst nehmen, mit Demokratie vielleicht nicht so ernst nehmen. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit miteinander zusammenzuhalten, ist die große Aufgabe, ist europäisches Erbe. Und wenn wir das in Europa so machen, dass wir dort, wo wir gemeinsam handeln müssen, es gemeinsam tun, aber natürlich zugleich respektieren, dass unser Reichtum die Verschiedenheit, die Vielfalt ist, wäre doch furchtbar, wenn alles in Europa einheitlich wäre. Das wäre überhaupt nichts. Schön, nicht? Europa ist Einheit und Vielfalt zugleich, das richtig zu entwickeln. Und dafür treten wir ein und das macht uns stark. Und das haben die anderen auch ein Verständnis. Je besser wir auch auf andere Rücksicht nehmen, für europäische Lösungen arbeiten, habe ich da nicht so viel Sorge, dass wir Buhmann wären. Der zweite Punkt, den Herr Hecht genannt hatte, war lieber mehr sparen. Wir brauchen keine Steuererhöhung. Das sagen wahrscheinlich auch alle CDU-Anhänger. Aber interessant ist ja, auch die Mehrheit der CDU-Anhänger sagt, eine Steuer hätten wir schon gern, die Vermögensteuer. Da sind ja die Mehrheiten in diesem Land ganz eindeutig, höhere Wiedereinführung Vermögensteuer findet man gut. Warum tun Sie den CDU-Anhängern nicht den Gefallen? Naja, also zunächst einmal sind die CDU-Anhänger wie die anderen Menschen klug, wenn sie sagen, nein, wir brauchen keine, unsere Steuern sind insgesamt, über Einzelheiten, Abgrenzung kann man immer diskutieren, aber die Gesamtsteuerbelastung ist in Deutschland okay. Wir haben ja den Bundeshaushalt ganz gut saniert, darüber haben wir gesprochen, das ist fast schon kein Thema mehr in Deutschland, aber ich meine, wir haben mit 86 Milliarden Defizit 2010 angefangen. Und wir werden im nächsten Jahr ohne ein strukturelles Defizit auskommen und im Jahr 2015 ganz ohne neue Schulden. Das haben uns nicht alle zugetraut. Wir haben das getan, nicht indem wir Steuern erhöht haben, sondern indem wir die Ausgaben nicht erhöht haben. Wir haben dieselben Ausgaben im Bundeshaushalt 2013, wie wir sie im Jahre 2010 hatten. 303 Milliarden. Wir haben Schwerpunkte gesetzt für Bildung und Forschung. Beispielsweise in anderen Bereichen haben wir kürzer drehen können. Zum Beispiel haben wir auch, weil die Zinsen niedriger sind, weniger Ausgaben gehabt. Und wenn wir dies fortsetzen, brauchen wir keine Erhöhung der Steuerbelastung. Jetzt kommt die Debatte über Steuererhöhungen im Allgemeinen und über Substanzsteuern im Besonderen. Wir haben diese Mobilität. Die Finanzmärkte sind weltumspannend. Sie können Geld, jede beliebige Geldmenge mit einem Knopfdruck im Internet oder sonst wie von jedem Punkt der Erde an nahezu jeden bewegen. Und es ist ein alter Satz, Geld ist scheu wie ein Reh, ist so. Muss einem nicht gefallen, aber es ist so. Wenn wir Substanzsteuern erheben, dann werden wir unmittelbar erleben, dass und Vermögensteuer ist eine Steuer auf die Substanz, dass die Vermögen dorthin gehen, wo sie nicht besteuert werden. Deswegen haben ja fast alle europäischen Länder in den letzten Jahren ihre Substanzsteuern abgeschafft. Weil die eben dazu führen, dass dann die Investitionen nicht mehr hier sind, sondern woanders, dann hätten wir die Arbeitslosigkeit hier, aber nicht die Arbeitsplätze. Und dann hätten wir zwar eine Steuer, die viele als gerecht empfinden, die aber leider dazu führt, dass wir gleich arm werden. Und das wäre nicht der Sinn. Deswegen Substanzsteuern sind bei globalen Finanzmärkten einfach schon die Diskussion darüber, ist ein Fehler. Und was zurzeit SPD und Grüne machen, von Einzelheiten ganz abgesehen. Wenn sie das verwirklichen würden, wäre unmittelbar die Reaktion so, dass die Wirtschaft, Verbraucher, Unternehmer, Investoren ihr Vertrauen verlieren würden. Und dann würde die wirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands zurückgehen. Dann würde die Arbeitslosigkeit ansteigen. Wir haben doch in den letzten Jahren bewiesen, als wir anfingen in dieser Legislaturperiode, haben uns ja manche internationalen Freunde geraten, ja, aber achtet auch, wenn ihr da euer Defizit reduziert,
auf das Wachstum. Tim Geithner hat mir das 2010, als er zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode hier war in Berlin, so gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, in Deutschland ist es so, wenn die Menschen kein Vertrauen haben, dann werden weder die Unternehmer investieren, noch die Verbraucher Ausgaben machen, sondern dann geht die Wirtschaft zurück. Das wissen wir seit Ludwig Erhard, das haben wir gelernt. Und deswegen sage ich dir, wenn wir den Menschen die Gewissheit verschaffen, dass unsere Finanzen solide sind, dass wir die zu hohe Verschuldung zurückführen, unsere sozialen Sicherungssysteme keine Defizite mehr haben, sondern Überschüsse, Reserven, und dass das Geld stabil bleibt, dann schöpfen die Menschen Vertrauen. Jetzt schauen sich die Wirtschaft an. Die Investitionen sind gestiegen. Das Konsumklima, also die Verbrauchsnachfrage der Menschen in Deutschland, ist so hoch und so positiv wie seit langem nicht mehr. Und warum wir das jetzt mit einer unverantwortlichen Debatte zerstören sollen, da muss man schon ziemlich sozialdemokratisch sein, um auf einen solchen verantwortungslosen Gedanken zu kommen. Wir werden das nicht machen. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, auch Sie können sich beteiligen. Bitte machen Sie sich bemerkbar mit Fragen. Hier geht es gleich vorne los. Aber weil Sie das eben so gesagt haben, wäre Ihnen dann eine Unvermögensteuer lieber? Für die Konkurrenz oder so? Nein, ich übe ja auch in der Gemeinsamkeit der Demokraten durchaus Solidarität mit unseren Mitbewerbern. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie durchaus in geordneten Verhältnissen leben. Wir brauchen auch in Zukunft eine leistungsfähige Opposition. Sie sollen nur, solange sie eine Mehrheit im Bundesrat haben, die parteipolitisch nicht missbrauchen. Und wenn wir eine anständige Mehrheit haben, dann werden wir weiter unser Land auf diesem Erfolgskurs halten. Jetzt kommt die erste Frage hier drüben. Und wenn Sie sich dann gleich anschließen mögen, bitte an dem Mikrofon dort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Kummer. Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Voss. Ich bin Gründungsmitglied des Vereins Tegel bleibt offen e.V. Und damit an dem Flughafen möglichst wenig gestreikt wird, eine erste Bitte an die Bundesarbeitsministerin, Frau von der Leyen. Ich habe hier mal gehört, über Jahrzehnte galt man in Deutschland das Prinzip ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Und jetzt ist im Moment leider die Situation so, wie ich das sehe, dass so ein kleiner Gewerkschaftsladen, wie beispielsweise die Pilotenvereinigung Cockpit oder UFO, die können dann dafür sorgen, dass bei einer ganzen Airline der ganze Flugverkehr außer Betrieb gerät. An Sie die Bitte dahin, oder zwei zusammenhängende Bitte, vielleicht kurz schildern, ob Sie dort schon an gesetzlichen Maßnahmen arbeiten, dass da wieder alles in Richtung Tarifeinheit geht, oder wenn da noch nicht, dann bitte bei der Bundesverfahren- und Regierungsbereich berücksichtigen. So viel den Wunsch an die Bundesarbeitsministerin. In dem Zusammenhang, ja, Herr Schäuble, damit die Leute, die auf dem Flughafen angewiesen sind, Geschäftsleute, Mobilität auch bezahlbar haben können. Jetzt steht der bekanntlich im Koalitionsvertrag, im aktuellen, Mobilität in Deutschland muss bezahlbar bleiben. Und tut mir leid, ich muss Ihnen da jetzt zumindest zum aktuellen Tag heute, aber ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, sich zu verbessern, einfach mal Wortbruch vorwerfen. Sie haben die Luftverkehrssteuer eingeführt und mit Argumenten, ich nenne mal die drei, Haushaltskonsolidierung, obwohl das ja Abstriche beim Flugverkehr macht, mehr Umweltschutz, obwohl die Airlines da gehindert werden, in Umweltschutz zu investieren. Und der letzte Punkt, steuerliche Privilegierung. Also ich nenne mal kurz Staaten, Land. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Okay, das sind jetzt zwei Fragen, für jeden eine, gerecht verteilt. Gerechtigkeit ist ja ein großes Thema. Ja. Damit auch noch andere drankommen, würde ich sagen, nehmen wir die beiden jetzt mal von Ihnen und dann nehmen wir Ihre noch dazu und dann können wir die ersten Antworten hören. Auch ich habe zwei Fragen. An Minister Schäuble spreche ich als Vizepräsident des Deutschen Handwerks. Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass die Bundesregierung klugerweise ein Gesetz verabschiedet hat, steuerliche Vergünstigung für energetische Gebäudesanierung. Der Bundesrat hat es lange diskutiert und hat es gekippt. Deshalb meine Frage, wann und wo wird es wieder diskutiert? Wir hoffen einfach, dass es nicht in der Versenkung verschwunden ist, denn wir müssen Gelder, die zurzeit auf Sparkassen liegen, auch in die energetische Sanierung stecken. Für Sie, Frau von der Leyen, wir kennen uns seit langer Zeit. Ich bin auch Präsident der Deutschen Dachdecker. Und Rente mit 67 und Dachdecker gehört ja medienhalber irgendwie zusammen. Ja. Unabhängig davon werden unsere Leute nicht gesünder im Alter. Es gibt gesündere Arbeitsplätze, das ist wahr. Es gibt auch, sagen wir, sehr viele Hilfen. Aber dennoch, es gibt bloß 1,5% der deutschen Arbeitnehmer, das sind insgesamt 80.000, die noch über 60 als Dachdecker arbeiten. Nun können wir nicht alle ins Büro tun oder auf irgendwelche Lager. Wir brauchen einen sanften Übergang in die Altersrente. Und wir waren gemeinsam, unsere Mitarbeiter auch, auf gutem Weg.
und das ist mit dem gesamten Rentenpaket gekippt worden, sprich die Kombirente. Ist da wieder was zu erwarten? Wir brauchen dringend was, sonst gibt es ein Loch zwischen 60 und später 67. Vielen Dank. Ich fange mal an mit der Tarifeinheit. Wir haben ganz, ganz lange ein ungeschriebenes Gesetz in Deutschland gehabt. Das war die Tarifeinheit, nämlich ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Wenn es Konkurrierende gibt, die größte Tarifgemeinschaft oder die größte Gewerkschaft ist diejenige, die in dem Betrieb dann auch dominiert. Dann ist durch ein Obergerichtsurteil das beendet worden. Und das hat mit sich, und das haben Sie eben ganz, bringt mit sich, das haben Sie eben ganz richtig angesprochen, solange man sich einigt in den Betrieben, ist das in Ordnung. Aber wenn wir ganz kleine neue Splittergewerkschaften haben, die aus dem Boden schießen, Stichwort Feuerwehr, dann können die einen ganzen Betrieb lahmlegen, indem sie für sich selber oder IT-Spezialisten bilden eine kleine Gewerkschaft, legen den gesamten großen Konzern lahm, weil ohne sie funktioniert nichts mehr und wenn sie streiken, ist alles dicht. Wir kennen das von den Flughäfen. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir wieder klug die Tarifeinheit herstellen müssen. Wir haben einen Konflikt da, den man lösen muss. Es darf nicht so sein, dass sozusagen die großen erbarmungslos Gewerkschaften die kleinen schlucken oder dominieren und unterdrücken. Das heißt, die Minderheit muss auch eine Chance haben, ihre Stimme zu erheben und ihre Interessen auch sicherzustellen. Man darf nur nicht eine, ich sag's mal, wilde Streiklandschaft zum Schluss haben, wo zum Schluss die kleine Minderheit alle anderen lahmlegt und damit den Betrieb auch in Schwierigkeiten bringt. Wir haben einen Gesetzentwurf entwickelt. Wir sind zurzeit in der Diskussion nach wie vor, was diese Ecken und Kanten der Details angeht. Aber im Grundsatz sind wir gut gefahren, dass wenn man mal ausgehandelt hat, alles für die Zeit, wo der Tarifvertrag läuft, im Betrieb Frieden herrscht und damit ein Betrieb einem Tarifvertrag wieder gilt. Das müsste meines Erachtens auch wiederhergestellt werden. Zweite Frage, die Dachdecker. Richtig, Sie haben recht. Immer wenn die Frage Rente mit oder Renteneintrittsalter 67, Arbeit bis 67 kommt, kommen die Dachdecker. Im Augenblick haben wir ja Arbeit bis 65, das kennen wir alles. Ich glaube auch nicht, dass wir so wahnsinnig viele Dachdecker mit 65 auf den Dächern haben. So, also deshalb würde ich erstmal, finde ich, muss man dem Berufsstand eigentlich was Gutes tun, indem man sagt, wenn man Dachdecker ist, ich nehme den jetzt mal, die müssen in der Tat weder mit 65, vielleicht auch nicht mit 63 oder nicht mit 67 mehr auf den Dächern sein. Aber die können doch was, die haben was gelernt. Kann man die nicht mit in die Anleitung der Azubis stecken? Kann man die nicht mit in den Verkauf nehmen? Kann man die nicht mit ins Marketing nehmen? Kann man die nicht mit in die Beratung nehmen? Was, wenn ich höre, energetische Gebäudesanierung, eine ganze Wissenschaft für sich ist. Das ist Lebenserfahrung, das ist Berufserfahrung, die kann man nicht googeln. Die hat der alte Dachdecker oder die alte Dachdeckerin von sich aus und das sollte man nutzen. Also ich finde, darüber nachdenken, wie man diese Lebens- und Berufserfahrung besser und länger nutzen kann. Und einen Zahn muss ich Ihnen ziehen, wenn ich das so sagen darf. Ich bin gelernte Ärztin. Na klar sind wir im Prinzip gesünder. Denken Sie mal alle hier im Raum, als Ihre Großeltern 60 waren, in was für einem Zustand körperlich gesundheitlich die waren und wie viel gesünder im Durchschnitt die Generation der 60-Jährigen heute ist, als das vor 30, 40, 50 Jahren der Fall gewesen ist. Und noch ein Argument. Solange ich jetzt auf der Welt bin, hat unsere Lebenserwartung, also mehr als ein halbes Jahrhundert bin ich auf dieser Welt, hat unsere Lebenserwartung um 10 geschlagene Jahre zugenommen. Das ist klasse. Finde ich absolut super. Gewonnene Jahre. Aber wenn wir mal überlegen, da können wir doch 2 Jahre davon in mehr Arbeit stecken, damit unsere Kinder, wenn wir mal alt sind, nicht 10 weitere Jahre Rente finanzieren müssen, sondern nur in Anführungsstrichen den gewonnenen 8 Jahre und wir 2 Jahre noch damit beitragen. Deshalb ist unser Ziel, lass uns das klug angehen, dass wir die Erfahrung der Älteren nutzen und nicht stur immer nur in eine Richtung, sozusagen, was man einmal gemacht hat mit 20, das muss man auch machen mit 65, das ist Unsinn. Aber die Lebenserfahrung nutzen und dann Ihre konkrete Frage, ja, die Kombirente ist gut, sie ist richtig, das ist ein Übergang zwischen 60 und 67, wo man dann auch sehr viel großzügiger dazu verdienen kann.
Das Rentenpaket besteht aus Lebensleistungsrente, Erwerbsminderungsrente, das Thema der Mütterrenten, wie wir es diskutiert haben. Die Kombirente ist damit dabei, um einfach nur deutlich zu machen, das ist ein gesamtes Paket und das wollen wir auch geschlossen auf den Weg bringen. Ich meine, irgendjemand muss ja auch die Flachdächer machen. Aber jetzt ist der Finanzminister dran. Also bei der Luftverkehrssteuer ist natürlich zunächst, das muss der Finanzminister schon sagen, wir sind ja alle dafür, die Verschuldung in Grenzen zu halten, abzubauen, die Haushalte in Ordnung zu halten. Aber natürlich sind wir eigentlich alle nicht so begeistert über Steuern. Das gilt ganz generell. Deswegen als der Finanzminister, manchmal kann er nicht nur sagen, ja, jeder hat recht, das ist so die alte Erfahrung. Ich habe früher gesagt, wenn 2 und 2 40 wäre, dann könnte Lafontaine ganz guter Finanzminister sein. Aber es ist leider nur 4 und da muss man dann irgendwie zusammen. Jetzt mit der Luftverkehrssteuer. Die haben wir in der Tat neu eingeführt. Ich wüsste nicht, welches Wort wir gebrochen haben. Wir haben etwas eingeführt, was umstritten ist. Und wir wissen, dass es in der Tat derzeit in der Luftverkehrsbranche einen scharfen internationalen Wettbewerb gibt. Insbesondere, es gibt einen starken Verdrängungswettbewerb. Und es gibt natürlich viele Fluggesellschaften in dem lukrativen Transkontinentalgeschäft, die mit hohen staatlichen Subventionen oder sonst wie den Wettbewerb verfälschen. Darin liegt das Problem. Nicht in der Luftverkehrssteuer. Die zahlen nämlich alle, die in Deutschland starten. Wer immer in Deutschland startet, es sei denn bei der Zwischenlandung, das ist nicht betroffen. Wer von Deutschland aus fliegt, zahlt eine kleine Steuer. Und jetzt warum? Weil andere Verkehrsträger zahlen Energiesteuer. Also die Straße ist mit der Mineralölsteuer erheblich belastet und die Bahn mit Strom- und Mineralölsteuer auch erheblich. Luftverkehr, Flugbenzin ist nicht besteuert. Wir könnten es nur besteuern, wenn wir es international täten. Wir sind im Übrigen auch durch internationale Verträge europäisches Recht gehindert, Flugbenzin zu besteuern. Und deswegen ist es im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern der Luftverkehr nicht mit einer Energiesteuer belegt. Und darin liegt auch im Wettbewerb der Verkehrsträger eine erhebliche Begünstigung des Luftverkehrs. Und wenn Sie sich Preisvergleiche mal anschauen, insbesondere auf den innerdeutschen Strecken, dann ist die Bahn häufig teurer als viele günstige Angebote im Flugverkehr. Und wenn Sie jetzt schauen, dass wir ja als Neuen, das haben wir auch geöffnet, dass man jetzt auch Busse, Linienverkehr machen können, die machen zum Teil auch Preisangebote. Also sehen Sie. Von daher, natürlich gebe ich Ihnen zu, jede Steuer begründet sich auch ein Stück weit darin, dass der Staat Einnahmen braucht. Das ist wahr. Wir haben sie nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen oder um den Luftverkehr, sondern wir haben sie auch gemacht. Aber wenn man das so abwägt, dann glaube ich, dass es eine Menge guter Argumente für die Luftverkehrssteuer gibt. Und sie ist im Übrigen ziemlich maßvoll. Und noch einmal, es wird zwar behauptet von vielen Sprechern von Luftgesellschaften, das ist wahr, es würde den Wettbewerb verzerren. Aber es verzerrt den Wettbewerb allenfalls, wenn ich an einem Flughafen in einer Grenzregion bin, ich habe die Chance, nicht in Deutschland abzufliegen, sondern in einem anderen Nachbarland. Aber wenn Sie wegen 8 oder 10 Euro Ticketsteuer statt von Berlin abzufliegen, erstmal nach Paris fahren, dann haben Sie eigentlich ziemlich viel Geld verschwendet. Das ist nicht so richtig logisch, zumal wenn Sie dann nicht mit dem Flugzeug fliegen würden. Es verzerrt also nicht den Wettbewerb. Und ich glaube auch nicht, dass es die Ursache der Schwierigkeiten ist, die es in der Flugbranche in der Tat gibt. In der zivilen Luftfahrt gibt es erhebliche Probleme. Wir haben ein Stück weit Überkapazitäten und noch einmal, wir haben diesen Wettbewerb. Energetische Gebäudesanierung, das ist dieselbe Geschichte wie mit der kalten Progression. Wir haben es beschlossen, sie ist doch richtig. Es ist doch richtig, energetische Gebäudesanierung, wo wir ja energiepolitisch die größten Energiesparpotenziale haben, noch immer sind die mit bei weitem Abstand größten Sparpotenziale zur Energieeinsparung im Wohnungsbestand, im privaten Gebäudebestand. Und wenn man da bestimmte steuerliche Anreize oder auch einfach steuerlich berücksichtigt, dann würde das erheblichen
energiepolitische Effekte haben. Und es wird im Übrigen natürlich auch die Wirtschaft ein Stück weit anstoßen, auch das ist wahr. Und trotzdem haben die Länder, die Mehrheit im Bundesrat, auch dieses blockiert. Und da sage ich Ihnen, genau wie ich bei der kalten Progression gesagt habe, wenn wir die Wahl gewinnen, wofür wir kämpfen, werden wir dieses Gesetz wieder im Bundestag beschließen, werden es wieder in den Bundesrat einbringen. Und dann hoffe ich, dass bis dahin der Bundesrat nicht mehr solche Obstruktionspolitik macht, denn eigentlich sind Sie ja alle auch für Energiesparen. Sie können sich darauf verlassen, wir werden es nicht aufgeben, wir werden wieder dafür kämpfen. Schönen guten Abend, mein Name ist Hans-Dieter Filipowski, ich bin mittelständischer Familienunternehmer aus Ahrensburg in der Nähe des wunderschönen Hamburgs. Erstmal freue ich mich, dass ich hier bei Ihnen heute sprechen kann. Ich würde erstmal sagen wollen, ich komme viel in der Welt herum, lerne viele Menschen kennen, bin in anderen Ländern, in China und Russland viel unterwegs. Und das, was wir als demokratischen Prozess haben, ich finde es ein hohes Gut, für das es sich lohnt, auf jeden Fall zu kämpfen und sich demokratisch jemand einzusetzen. Auch die Veranstaltung hier heute ist ja ein Beispiel dafür, dass eben halt Bürger und Menschen an der Politik teilnehmen können, sich auseinandersetzen können. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Ich bin heute mit meiner Tochter hier gemeinsam in Berlin und ich muss sagen, dass eben halt auch das Heranführen der jungen Menschen ja auch in die Politik für mich eine wichtige Aufgabe mit ist, die auch viele ja mittragen, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft, die ja sehr wichtig sind. Nicht nur in Fragen eben der Rente oder auch in Fragen der sozialen Verantwortung. Das, was mich eben auch bewegt als mittelständischer Familienunternehmer, ist eben auch das Thema natürlich Steuern. Es gibt einen gewissen Impuls, der so irgendwie in jedem drin schlummert, wenn er das Wort Steuern hört und Steuern bezahlen soll, dass eine gewisse Abwehrmechanismus da rauskommt. Auf der anderen Seite vertrete ich aber auch die Meinung. Und jetzt die Frage. Da vertrete ich auch die Meinung, dass ich eben halt auch, weil wir von Fairness ja sprechen, eben auch ich dafür plädieren würde, dass natürlich auch die großen Konzerne und Unternehmen nicht einfach nur mit ihren Briefkasten, in denen noch nicht mal der Pförtner hineinpasst, sich aus dem Lande davon machen können, keine Steuern zahlen und wir Mittelständler, Familienunternehmer, die wir mit eigenem Kapital und eigenem Risiko stehen, natürlich unsere Steuern bezahlen und ich auch nach wie vor ein Verfechter dafür bin, Steuern zu bezahlen, um auch eine Vorbildfunktion zu haben und auch der Gesellschaft selbstverständlich was zurückzugeben, auf das wir selbst als Unternehmen aufbauen. Herr Dr. Danke sehr. Und die nächste Frage nehmen wir auch gleich noch dazu, bitte. Mein Name ist Karl-Heinrich Nages, ich bin aus Hamburg, habe jahrelang im mittleren Management gearbeitet. Und für uns war der arbeitende Mensch als solches was ganz Schwieriges. Er kostete Geld, es gab Arbeitsgerichtsprozesse, alle möglichen Schwierigkeiten. Kurzum, wir haben automatisiert wie die Weltmeister. Ich denke mir, das ist ein Prozess, den man überall finden kann, Automatisierung, Teilnahme an der Globalisierung. Dadurch sind riesige Wertschöpfungsmechanismen in Gang gekommen, die unseren Wohlstand hier erhalten. Die Frage wäre also, wenn wir über Rentendiskussionen umgekehrter Alterspyramiden reden, ob nicht andere Teile aus der Wertschöpfung als nur die der Handarbeit, der Arbeit insgesamt benutzt werden können, um das zu finanzieren. Weil letzten Endes braucht man ja auch weniger Arbeitende an ganz vielen Stellen und hat trotzdem eine höhere Wertschöpfung. Das geht natürlich nicht 1:1 Automatensteuer wie in 60er Jahren. Aber die Frage wäre, ob man dieses Thema wenigstens mal andenkt, ist ja in der Finanztransaktionssteuer auch so ein bisschen umgesetzt, nur dass es nicht in die Renten läuft. Dankeschön. Danke. Jetzt nehmen wir noch Frau Riesigkeit dazu. Dann hören wir die Antworten. Dann fragen wir mal, was sich in den sozialen Netzwerken tut. Und die nächsten Fragesteller habe ich mir hier schon notiert. Keine Sorge. Bitte. Ja, mein Name ist Andrea Resigkeit. Ich bin die Leiterin des Hauptstadtbüros des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Sie sprachen vorhin die Zeitarbeit an. Sie sprachen die Ersetzung von Stammbelegschaften an. Soweit ich aber inzwischen fast alle Daten belegen, dass dort praktisch, wo Stammbelegschaft aufgebaut wird, dort auch viel Zeitarbeit eingesetzt wird. Außerdem gibt es ja in vielen großen Konzernen inzwischen auch Quoten, die mit Betriebsvereinbarungen geregelt sind. Ihnen muss ich es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem vielleicht noch für die Zuhörer. Wir haben inzwischen Tarifverträge, Branchenzuschläge, vieles geregelt, was Sie uns auch ins Aufgabenheft geschrieben haben. Trotzdem würde ich ganz gerne konkret von Ihnen wissen, planen Sie noch was? Was wollen Sie noch sozusagen ins Wahlprogramm an Beschränkungen schreiben? Oder sehen Sie auch, dass wir unsere Hausaufgaben eigentlich zu großen und guten Teil erledigt haben? Tja, vielleicht fangen Sie gleich wieder an, Frau von der Leyen. Ich fange gleich mal mit der Zeitarbeit an. In der Tat
Ich habe ja vorhin auch gesagt, die Zeitarbeit hat ihre Berechtigung. Sie ist wichtig für genau das Thema, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich auch, dass insbesondere Produktionsspitzen abgedeckt werden. Einmal für den Hinterkopf, weil es so ein dominantes Thema ist, 3% der Arbeitsverhältnisse sind Zeitarbeit, also 97% sind andere Arbeitsverhältnisse, damit man es mal einordnen kann. Und innerhalb dessen, hatte ich auch gesagt, es gibt ganz, ganz viele Arbeitgeber, die gehen ganz sauber und anständig damit um. Und es hat schwarze Schafe gegeben, die haben diesen Drehtüreffekt genutzt, den haben wir geschlossen. Zweitens haben wir einen Mindestlohn eingeführt in der Zeitarbeit durch eine Kommission, die den ausgehandelt hat, Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Zeitarbeit. Und die Tarifparteien haben sich geeinigt, dass sie Branchenzuschläge machen, so dass wir zum Schluss Equal Pay haben, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Zeitarbeiter und Stammbelegschaft nach einer gewissen Einarbeitungszeit. Auch da haben wir gesagt, Sie in der Branche entscheiden, wie Sie die Schritte machen, aber dass Sie es machen, das ist wichtig. Und ich glaube, da hat sich ein guter Prozess durchgesetzt. Und deshalb, wenn ich so formulieren darf, ja, die Zeitarbeit, das Ansehen der Zeitarbeit ist wieder gestiegen. Ich glaube, die Zeitarbeit ist auch sehr viel stärker jetzt darauf ausgerichtet, Fachkräfte zu suchen, Weiterbildung in der Zeitarbeit zu organisieren. Das heißt, es konsolidiert sich so auch eine Branche. Und da sind wir, glaube ich, einen guten Weg auch miteinander gegangen. Mein Punkt vorhin war, deshalb Ihre Frage, was wir planen. Ich glaube, wir haben eine gute Rahmen geschlossen jetzt für die Zeitarbeit, dass diejenigen, die sich richtig einsetzen, damit auch vernünftig und wirklich gut auch umgehen. Meine Sorge ist eher die Ausweichprozesse in die Scheinwerkverträge, die in Wahrheit verdeckte Leiharbeit sind. Die gefallen Ihnen auch nicht. Und da ist etwas, wo wir auch zusammen miteinander erstens Licht ins Dunkel bringen können, in den Dschungel, der da herrscht, oder in die Arbeitsverhältnisse, die als Scheinwerkverträge fälschlicherweise verdeckte Leiharbeit sind, und zweitens miteinander auch gucken können, was kann man gesetzlich tun oder wo wird das Gesetz gebrochen, dass man dort eingreifen muss. Die zweite Frage war Automatisierung. Die Automatisierung meines Erachtens hat natürlich auch stattgefunden, weil wir eine enorme technologische Beschleunigung global haben. Also richtig. Und ich würde nicht nur sagen, nicht nur, weil, wie Sie sagten, Menschen zu teuer sind. Ich weiß, das war ein Bild, das Sie benutzt haben. Wir lernen daraus eigentlich. Und die Automatisierung findet auch weiter statt. Das ist einfach technologische Innovation, die global stattfindet, ob es uns passt oder nicht. Und sie erleichtert übrigens auch vieles. Das lehrt uns aber immer wieder, dass wir immer wieder darauf achten müssen, dass Menschen ihre Schule abschließen, junge Menschen die Schule abschließen und eine Berufsausbildung abschließen. Wir sehen, wenn ich mal gucke, wer ist arbeitslos, wenn ich mal so die 25- bis 35-Jährigen nehme, zu jung, um arbeitslos zu sein, so will ich es mal nennen. Jeder Zweite von dieser kleinen Gruppe, die arbeitslos ist, hat keine Berufsausbildung. Das heißt, die abgeschlossene Berufsausbildung, dass man mehr weiß als nur die Maschinenarbeit, die man sonst ersetzt hätte, ist die Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt, und das wird in Zukunft auch so bleiben. Wenn man es gut machen will, muss man konsequent Schule abschließen, Ausbildung für die jungen Menschen und dann im Facharbeitsleben dann auch die Weiterbildung. Ihre Frage war, muss man nicht was ändern in der Rente, dass nicht nur die arbeitenden Menschen, das war Ihre Frage, wenn ich es richtig verstehe, ihre Beiträge zahlen für die Rente, sondern auch, ich sag mal, das Kapital oder andere Positionen, die man hat, die Rente mitfinanzieren. Wenn ich mir heute das große Rentenpaket anschaue, dann ist es so, dass ein Drittel dieser Rente durch Steuern finanziert wird, 80 Milliarden. Steuern, da hängt kein Etikett dran, kommen aus dem großen Topf der Steuern allgemein. Und lieb bin ich dem Finanzminister. Und ein Drittel geht ein. Also es wird schon die Rente zu einem Drittel aus dem allgemeinen Steuertopf, und wir haben ja einiges von Steuern gehört, bezahlt. Zwei Drittel von den Beiträgen, ich sag mal menschlicher Arbeit, und da zahlt die Hälfte der Arbeitgeber und die Hälfte der Arbeitnehmer. Und wenn ich die Bilanz mal nehme, ein Drittel die Arbeitgeber, ein Drittel der Arbeitnehmer und ein Drittel der Steuertopf, dann sind wir, glaube ich, ganz ausgewogen im Augenblick in der Rente. Und wenn Sie jetzt noch dazu nehmen, dass die Arbeitgeberbeiträge von der, natürlich
von der Bemessungsgrundlage für die Steuer der Arbeitgeber abgezogen werden und die Arbeitnehmerbeiträge bis zu einem gewissen Höchstbetrag, jedenfalls auch als Sozial, als Sonderausgaben, dann sehen Sie, dass der allgemeine Steuertopf an der Rente wirklich, ich vermute, mit deutlich mehr als 50% im Ergebnis beteiligt ist. Und von daher so. Aber die Grundfrage jeder Finanzpolitik bleibt, wie man die gewaltigen öffentlichen Ausgaben, also der ganze Staatsapparat plus die sozialen Sicherungssysteme, angemessen, fair, einigermaßen gerecht und so finanziert, dass die Wirtschaft trotzdem vernünftig vorangeht. Und dann haben wir wiederum die Rahmenbedingungen der Globalisierung. Das hat, ich komme dann auch gleich bei der Besteuerung der Großunternehmen noch einmal auf dieses ganz schwierige Thema hinzu. Deswegen die Finanztransaktionssteuer, die angesprochen haben. Das ist der, sind wir wieder bei, wie bei der Luftverkehrssteuer. Ein Teil erheben wir, also Finanzpolitiker haben früher immer gesagt, die Hälfte, also 50% Einkommen und Vermögen und die andere Hälfte Verbrauchssteuern, allgemeine, spezifische, hat mal angefangen mit Salzsteuer und solchen Dingen. Vermögenssteuern sind Substanzsteuern, sind in der Globalisierung, taugen sie nicht mehr, weil die Schäden größer sind als der Nutzen. Einkommensteuer erheben wir in erheblichem Maße, auch natürlich Körperschaftssteuer ist ja auch eine Einkommensteuer in den verschiedenen Formen. Nur müssen wir schauen, dass wir auch die Besteuerung auf Umsätze, da haben wir die allgemeine Mehrwertsteuer, wir besteuern Energieverbrauch in den verschiedenen Formen und von der allgemeinen Besteuerung von Umsätzen sind Finanzdienstleistungen ausgenommen. Deswegen ist es genauso grundsätzlich richtig, eben wenn man jeden anderen Umsatz auch mit einer Verkehrssteuer, mit einer Umsatzsteuer belegt, Finanzdienstleistungsumsätze auch mit einer Steuer zu belegen. Aber dass das Prinzip, bis man es in die Wirklichkeit umsetzt, ist es ein bisschen sehr kompliziert, weil die Finanzdienstleistungen sind ungeheuer mobil. Sie können sehr schnell, wie gesagt, mit einem Knopfdruck in andere, Sie können als Kunde bei jeder Sparkasse sagen, ich möchte aber nicht bei der Aktie, nicht bei der Börse in Frankfurt, sondern in Tokio kaufen. Und deswegen, wenn wir eine Finanztransaktionssteuer einführen, wir arbeiten dran mit Hochdruck, dann müssen wir eine Regelung finden. Es wäre einfach, wenn wir sie weltweit vereinbaren könnten. Aber es machen halt nicht alle mit, weil sich manche immer noch Vorteile davon versprechen. Deswegen geht es so ein bisschen langsam voran. Aber im Grundsatz steckt genau dieses dahinter. Eine faire und wirtschaftlich vernünftige Verteilung der Finanzierungslasten für das, was wir als Staat und als Sozialsicherungssystem brauchen. Und daran, das ist das Prinzip. Und jetzt haben wir bei den Großunternehmen das Phänomen, die können, wenn sie international tätig sind, übrigens auch schon viele Mittelständler müssen international tätig sein. Wir sind ja durch die Erfolge in der Exportwirtschaft, wir müssen auf allen Märkten in der Welt vertreten sein. Da muss man immer auch vor Ort sein. Und dann nützen die Unternehmen, sie müssen sogar, Vorteile in der Kostenrechnung, die sich aus unterschiedlichen Steuersystemen ergeben, ausnutzen. Deswegen sind die Beratungsfirmen heute ein großer Teil der Weltwirtschaft. Die haben zum Teil sechsstellige Beschäftigtenzahlen, die großen internationalen, ja, Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungsfirmen und sonst alle möglichen. Das ist diese Globalisierung. Wir haben aber gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das wird immer ungerechter. Und deswegen habe ich zusammen mit meinem britischen und dann auch mit meinem französischen Kollegen die Initiative ergriffen, schon vor einem Jahr auf internationaler Ebene. Lass uns mal international mehr daran arbeiten, nicht nur Steuerhinterziehung, da muss man Informationen austauschen, das geht schnell voran, sondern auch die legale Steuergestaltung so eingrenzen, dass es nicht mehr so unfair ist. Jetzt sage ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Darüber haben wir letzte Woche diskutiert. Auch in Europa, es geht gar nicht nur um ferne Kontinente, gibt es ja Länder, die Niederlande beispielsweise, die besteuern Lizenzeinnahmen in einer Firma, die nur Lizenzeinnahmen hat, sehr nieder. Mit einem Prozentsatz von 5% oder so. Weil sie sagen, naja, so eine Firma, die nur
Lizenzgebühren oder Verwertungsrechte, Film-, Fernsehrechte, Musikverwertungsrechte, die macht ja kaum Infrastruktur, die braucht kaum Straßen, macht kaum Lärm. Und wenn mal 5% die Umsätze alle kommen, ist das gut. Das führt dazu, dass natürlich Unternehmen, die das können, versuchen, möglichst viele solche Einnahmen in Gesellschaften zu verlagern, die in den Niederlanden ihren Sitz haben. Und nun habe ich mit meinem niederländischen Kollegen gesagt, wir werden nächste Woche im Europäischen Rat darüber die Debatte anfangen. Das kann so nicht weitergehen. Wenn das so weitergeht, dann werden wir in Deutschland zwangsläufig anfangen müssen zu sagen, dann tun wir Betriebsausgaben, wenn Lizenzen abgezogen werden, die in ein Land gezahlt werden, das so niederbesteuert, hier nicht mehr als Betriebsausgaben in voller Höhe akzeptieren. Dann wird das Steuerrecht noch komplizierter. Dann kommt sofort die EU-Kommission und sagt, das sei aber gegen europäisches Recht, weil ich ja Ausgaben nicht unterschiedlich steuerlich behandeln kann. Trotzdem bleibt das Problem. Und deswegen müssen wir auch dieses Problem lösen. Da ist noch Arbeit zu tun. Aber wir arbeiten daran. Das geht übrigens bei all diesen Fragen nur dadurch, dass wir mit den anderen reden. Das ist manchmal mühsam. Aber ich hatte mal einen Vorgänger, der wollte die Kavallerie schicken. Vielleicht hat er es gar nicht ernst gemeint. Das Blöde war nur, in den anderen Ländern haben sie gesagt, das haben wir schon ein paar Mal von den Deutschen erlebt. Und wenn wir klug sind, machen wir das nicht. Wir brauchen so viel Bereitschaft, andere auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, dass wir nicht erst mal den anderen einen in die Fresse hauen, um dann zu sagen, so, jetzt wollen wir uns mal verständigen. Das machen die dann nicht. Jetzt wollte ich mal Anne-Sophie Becker und Juri Schnöller aus der Ecke locken hier drüben an den Stehtisch, denn wir wollen ja auch ein bisschen hören, was in den sozialen Netzwerken los ist, also was diejenigen für Anregungen und Fragen haben, die jetzt nicht hier im Saal sind, aber trotzdem sich beteiligen. Was waren die Hauptthemen? Ja, also vorerst ab kann man erstmal sagen, es gab eine rege Beteiligung heute Abend, sowie die sozialen Netzwerke als auch über E-Mail. Und im Vergleich zur letzten Veranstaltung kann man schon mal sagen, Sie können sich freuen, Frau von der Leyen und Herr Schäuble, den inoffiziellen Twitter-König der Bundesregierung, Herr Altmaier, haben Sie im Vergleich zur letzten Veranstaltung deutlich hinter sich gelassen. Obwohl wir zusammen nicht so viel wiegen wie er allein. Gut, da kann man mal sehen, wie politisches Schwergewicht sich definiert. Ja. Bitte. Genau, also vorab schon mal die erste Frage, die uns per Facebook erreicht hat an Sie, Herr Schäuble, und zwar von Daniel Reichert, der fragt, ich würde mir von Herrn Schäuble heute Abend noch einmal speziell eine Bekräftigung zu den Sparzielen der Bundesregierung wünschen. Gerade in den letzten Tagen ist in den Medien doch die recht hohen Wahlversprechen der CDU mehr und mehr aufgetaucht. Erst Schulden auf ein erträgliches Maß in Deutschland bringen, zum Beispiel 60% des BIP, und erst dann mehr Geld ausgeben. Der Staat sollte genauso haushalten wie jede gute Familie und jede Firma in Deutschland auch. Kredite sind zwar für Notfälle und Investitionen gut, sollten aber die Ausnahme bleiben. Okay, dann können wir auch gleich weitermachen. Dann über Facebook hat uns noch eine Frage erreicht, oder eher gesagt ein Kommentar von Bernhard Braver. Mir liegt sehr am Herzen, dass die Euro-Krise bald ein Ende findet und der Euro nur noch in den nordeuropäischen Euro-Ländern existiert. Gibt es noch was, was wir dringend bearbeiten müssen? Ja, wir können auch genau an Frau von der Leyen. Ein paar mehrere Fragen von Frederik Bosse. Über E-Mail hat uns diese Anfrage erreicht. Wie wollen Sie mit Ihrem Ministerium es schaffen, das dauerhaft anhaltende Wegbrechen der Mittelschicht in Deutschland zu verhindern? Wie wollen Sie es schaffen, dass die Arbeitnehmer keine zum Nettolohn benötigten finanziellen Aufstockungen vom Staat mehr beziehen müssen? Wie wollen Sie die herrschenden Ungerechtigkeiten zwischen Menschen aus dem Niedriglohnsektor und Menschen, die eben nicht arbeitstätig sind und im Gegensatz zum Hartz-IV-Empfänger weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, beheben? Und eine letzte? Ja, nehmen wir noch eine vierte. Jo, Moment, jetzt gehen wir hier runter und das hat uns per E-Mail erreicht. Genau, auch nochmal, man merkt, der Wahlkampf rückt näher. SPD und Grüne sagen, sie müssen die Steuern erhöhen, damit sie die Schuldenbremse einhalten können, auch für Besserverdienende. Die CDU sagt, sie schafft das ohne jegliche Steuererhöhung. Wie soll man das der CDU im Wahlkampf glauben? Wunderbar, dann danke ich Anne-Sophie Becker und Juri Schnöller. Bitteschön. Und all denen, die sich von draußen beteiligt haben. Und dann gehen wir nochmal zurück zu den Ministern, Herr Dr. Schäuble.
Das erste war ja die Frage mit dem Sparen. Also macht es der badische Finanzminister so wie die schwäbische Hausfrau? Ja, ich habe ja eine schwäbische Mutter. Und da ist der Unterschied zwischen den Badenern und den Schwaben gar nicht so groß. Man muss im Übrigen, da kann man eine Menge lernen, auch für die finanz- und wirtschaftspolitischen Diskussionen, die wir auf hoher europäischer und internationaler Ebene haben. Ich mache das gelegentlich auch. Da schadet es ja gar nichts, wenn einer aus dem Schwarzwald daherkommt und dieses etwas gelegentlich so klug klingende Geschwätz, was aber eher auch den, man hat das Gefühl, sie drücken sich so kompliziert aus, damit man es nicht versteht. Nicht? Bernanke hat ja dieser Tage auch gesagt, Ökonomen sind eine tolle Wissenschaft, um Jahre später zu erklären, warum die politischen Entscheidungen falsch waren. Nur für die Zukunft können sie uns keine Antwort geben. Aber jetzt gesagt, das nennt man dann Fehlanreiz. Ich sage immer als Badener, wenn es darum geht, eigenes Geld auszugeben, sind meine schwäbischen Landsleute sparsam, aber nur mit eigenem Geld. Andere Leute Geld geben, die so großzügig aus wie andere Menschen auch. Und deswegen muss man darauf achten, dass man die Anreize für sparsames Wirtschaften richtig setzt und nicht falsch. Deswegen darf man nicht erlauben, dass man Schulden macht, für die ein anderer bezahlen muss. Das sind die Fehlanreize. Ja, es gibt die Opposition tritt dafür ein, die Gemeinschaft für die Schulden der Mitgliedsländer der Eurozone zu vergemeinschaften. Das würde nicht nur Deutschland überfordern, es würde eben diejenigen schwächen, die in den anderen Ländern sagen, wir müssen auch solide wirtschaften, sonst kommen wir nicht dauerhaft auf eine vernünftige Entwicklung. Das ist ja der Punkt, keine Fehlanreize. Die Sparziele, aber was heißt die Sparziele? Die Regeln dieser Finanzpolitik, so wie wir sie in dieser Legislaturperiode beschrieben haben, eine solide Finanzpolitik mit einer maßvollen, aber verlässlichen Reduzierung zu hoher Defizite werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Denn die ist die Voraussetzung für die gute wirtschaftliche Entwicklung und für die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt. Und sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch den Spielraum haben für soziale Verbesserungen oder Leistungen dort, wo sie notwendig sind. Steuererhöhungen, wie sie die Opposition fordert, die würden vielleicht dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung zurückgeht. Dann würden sie mit höheren Steuersätzen im Ergebnis weniger Einnahmen haben. Das ist ja das Problem, dass sie immer so enttäuscht sind, wenn sie ihre guten Absichten nicht verwirklichen können. Und wir haben manchmal wird auch ein bisschen in den Medien die Dinge verzerrt dargestellt. Es ist klar, wir werden unser Wahlprogramm, wir sind dabei, es zu erarbeiten, wir werden es beraten und beschließen. Aber das, was wir beispielsweise auf dem Parteitag beschlossen haben, mit der Mütterrente, wie sie die Arbeitsministerin hier heute Abend erläutert hat, oder mit der Frage, dass wir beim Kindergeld schrittweise Verbesserungen machen, wie in den zurückliegenden Jahren auch. Wir haben ja auch in dieser Legislaturperiode nicht nur gespart, sondern wir haben zum Beispiel die Ausgaben für Bildung und Forschung um über 12 Milliarden in diesen Jahren erhöht, obwohl wir die Gesamtausgaben konstant gehalten haben. Wir werden auch in den kommenden Jahren Schwerpunkte setzen, aber wir werden, das ist von allen klar gesagt worden, diese Linie der Finanzpolitik so fortsetzen. Und wem kann man glauben? Das war auch eine Frage im Internet. Die Antwort lautet, ich würde ja mal hinschauen, wer was zustande gebracht hat. Wenn Sie schauen, wie die Finanzpolitik dieser Regierung ist und wie die Finanzpolitik von Rot-Grün, dort, wo die regieren, ist, dann sieht man den genauen Unterschied. Manchmal kann man die Qualität von Versprechungen auch ein Stück weit daran bemessen, was haben die dort, wo sie in der Verantwortung waren, geleistet und was nicht. Und deswegen glaube ich, wenn wir sagen, das, was wir diese Jahre gemacht haben, werden wir für das und das nützen, wie wir es heute Abend diskutieren, aber wir werden diese Linie fortsetzen, dann kann man darauf vertrauen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel aus Baden-Württemberg erzählen, wir haben seit 2 Jahren jetzt eine grün-rote Landesregierung. Baden-Württemberg hatte die letzten Jahre keine Neuverschuldung. Aber seit wir eine grün-rote Landesregierung haben, haben wir in Baden-Württemberg trotz guter Steuereinnahmen, trotz einer guten Wirtschaftslage in Baden-Württemberg auch eine Neuverschuldung. Das heißt, sie erhöhen die Steuern und machen trotzdem höhere Defizite. Und deswegen, glaube ich, ist unser Weg der erfolgreichere.
in der Eurozone, die Eurozone nur auf die Länder des Nordens zu konzentrieren. Da muss man klar sagen, wenn wir anfangen in Europa, wenn die Eurozone nicht zusammenhält, dann werden wir eine so scharfe Vertrauenskrise weltweit in Europa insgesamt erleben, dass wir das, was in den letzten Jahren war, wäre nur ein kleines Vorspiel. Die Weltwirtschaft ist ganz schnell durch dramatische Veränderungen in eine völlige Unruhe zu versetzen. Und wenn die Eurozone auseinanderfällt, in welcher Form auch immer, dann würde mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die Deutschland eine starke Aufwertung erleben. Dann würden wir im internationalen Wettbewerb zu teuer werden. Man konnte in den zurückliegenden Jahren der Eurokrise beobachten, dass der Schweizer Franken, Schweiz ist ja nicht Mitglied in der gemeinsamen europäischen Währung, der Schweizer Franken, der eine stabile Währung ist, der ist massiv aufgewertet, weil die internationale Spekulation ganz stark in den Franken gedrängt hat, mit der Folge, dass die Schweiz zu teuer ist und dass die Schweiz erheblich leidet, wirtschaftlich. Und das geht schon für die kleine Schweiz, die eine sehr stabile, solide Grundlage hat, erhebliche Schwierigkeiten. Für Deutschland wäre es eine Katastrophe. Wir hätten eine dramatische Zunahme der Arbeitslosigkeit, einen dramatischen Wirtschaftseinbruch. 2009 wäre nichts dagegen gewesen und das waren über 5%. Das war schon heftig. Und deswegen kann ich nur sagen, ich weiß, dass es manchmal die Menschen müde werden. Immer wieder Krisen, neue Programme, neue Sitzungen. Aber auf der anderen Seite, wir sind gut vorangekommen. Die Defizite aller Mitgliedsländer der gemeinsamen europäischen Währung haben sich im Durchschnitt alle zusammen in den letzten 3 Jahren halbiert. Die Kosten in den Arbeitskostendifferenz ist sehr viel geringer geworden. Es braucht Zeit, wirtschaftliche Reformen brauchen Zeit, Jugendarbeitslosigkeit machen wir schneller. Aber wir sind, was uns auch andere bescheinigen, auf dem richtigen Weg. Wir haben auch gesagt, bei Griechenland, da müssen auch die Anleihegläubiger einen Schuldenschnitt ertragen. Bei Zypern haben wir ernst gemacht. Das hat uns auch lange niemand geglaubt. Aber wir haben schon nach der letzten Bankenkrise gesagt, das nächste Mal werden wir Banken nicht mehr zu Lasten der Steuerzahler so einfach retten, sondern wir werden die Eigentümer und die Anleger, die Gläubiger an dem Risiko beteiligen. Das haben wir bei Zypern verwirklicht. Und trotzdem ist das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euro in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegen. Die Zinsen sind überall niedrig. Wir müssen die Arbeitslosigkeit noch schneller bekämpfen. Aber wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Und dieses, das ist das, was man in Deutschland wieder und wieder sagen muss, ist mit weitem Abstand die beste Vorkehrung für eine gute Zukunft in Deutschland. Wir würden eine schwere wirtschaftliche Katastrophe verursachen, wenn wir den Euro zerstören oder in Kauf nehmen würden, dass er zerstört wird. Und deswegen werden wir das nicht tun. Wenn ich an dem Punkt einmal kurz anschließen darf, allein aus der Arbeitsmarktsicht, wir haben alleine 9 Millionen Arbeitsplätze, die direkt davon abhängen, dass wir so viel Handel mit der Eurozone haben im Augenblick. 40% unseres Exportes gehen in die Eurozone, 60% insgesamt in Europa. Und was ich fast noch wichtiger finde, was die meisten nicht wissen, wir haben ganz viele Zulieferbetriebe inzwischen in den angrenzenden Ländern, Eurozonenländer, die unseren großen Unternehmen zuliefern, also Zulieferketten, die enge Verflechtung mit der Eurozone ist da. Und deshalb lohnt es sich, in jeder Form ökonomisch darum zu kämpfen. Ich denke manchmal auch, es ist auch eine Frage, im Augenblick testet uns zum Teil auch die globalisierte Welt, ob dieses alte Europa es schafft, ob wir fit sind für die Zukunft, ob wir uns modernisieren können, ob wir zusammenhalten oder ob wir auseinanderbrechen. Und ich bin inzwischen der Meinung, es ist eher auch eine politische Frage des Zusammenhalts,
dass wir unsere Art zu sein in Europa, unser europäisches Sozialmodell, unsere europäische Kultur, die ist was Besonderes. Das ist was anderes als die asiatische. Das ist was anderes als die angelsächsische, amerikanische, lateinamerikanische. Auch das Sozialmodell ist anders. Ob es gelingt, dieses zu halten oder ob wir auseinanderbrechen, das macht schon einen, wie Herr Schäuble es eben sagte, das macht, hat schon dramatische Folgen für uns hier in Europa. Und deshalb glaube ich auch, dass nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern eben auch aus politischen Gründen, aus Fragen der gemeinsamen Werte, die wir haben, es richtig ist, es zu beweisen, dass wir das schaffen können. Ich möchte auch nur daran erinnern, wie im Augenblick sind wir stark. Aber was haben wir gelernt von anderen Ländern in Europa? Ich meine, ich darf nur mal daran erinnern, wir haben nicht unbedingt eine Ruhmesgeschichte bei dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was haben wir gelernt von den Franzosen? Was haben wir gelernt von den Skandinaviern? Was haben wir in der Arbeitsmarktpolitik vor 10, 15 Jahren gelernt von den Holländern? Was haben wir gelernt von den Dänen? Also das ist auch die Stärke Europas, dass, weil wir so ähnlich sind, wir gut voneinander lernen können und deshalb in der globalisierten Welt uns immer auch aufstellen können. Die Frage an mich ging Mittelschicht. Wie kann man die wegbrechende Mittelschicht. Die wegbrechende Mittelschicht. Wir müssen alles in der Politik immer wieder hinterfragen, was wir tun, ob wir die Durchlässigkeit nach oben ermöglichen, ob wir Aufstiegschancen für Menschen ermöglichen. Das festigt die Mittelschicht. Nur indem sie Menschen in die Lage versetzen, aufzusteigen, aus ihrem Leben etwas zu machen, kriegen sie eine stabile Mittelschicht. Das geht bei Kindern los, das ist das ganze Thema, Kindergarten, Schule, Bildungszugang, das ist ganz stark Länderangelegenheit. Aber zum Beispiel das eben erwähnte Bildungspaket ist so etwas. Nicht einfach nur mehr Geld auszahlen, sondern ein Bildungspaket schaffen. Das ist bei Jugendlichen die Frage, zum Beispiel Jugendlichen, die Probleme haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Da geht die Bundesagentur für Arbeit in die Schulen, nimmt sie förmlich an die Hand und begleitet sie, bis sie in der Ausbildung so weit sind, dass sie stabil sind und dass es funktioniert. Das ist das ganze riesige Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das entscheidet, ob junge Paare, die sich Kinder wünschen, den Lebensunterhalt für diese Kinder selber verdienen können. Und da gehören ganz oft in dieser modernen Welt zwei dazu. Übrigens nicht nur aus Notwendigkeit, sondern auch, weil es selbstverständlich ist, dass man als Mann genauso wie als Frau das, was man gelernt hat, im Beruf auch umsetzen möchte. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt den Rechtsanspruch haben werden auf einen Krippenplatz. Also tatsächlich auch die Verlässlichkeit da ist, dass Paare, die Kinder kriegen, wenn das Kind ein Jahr ist, Kinderbetreuung finden. Die muss ihnen gewährleistet werden. Das geht eben weiter bis zu diesen Themen Lebensleistungsrente. Immer wieder den Anreiz setzen oder den Rahmen so setzen, dass Menschen aufsteigen können und tatsächlich auch aus eigener Kraft ihr Leben gestalten können. Ich finde übrigens, da zeigt sich, gerade wenn wir in Wahlprogrammzeiten sind, wie absurd die Vorstellung der Grünen ist, zu sagen, wir wollen jetzt als erstes Hartz IV 50 Euro raufsetzen. 420 Euro Hartz IV plus Miete bezahlen plus Heizkosten bezahlen. Das bedeutet, dass sie erstens 1,5 Millionen Menschen sich die Frage stellen, lohnt sich das noch für mich? Denn 420 Euro plus Miete plus Nebenkosten, das müssen Sie nicht nur jemandem erzählen, der Hartz IV hat und der jeden Euro umdrehen muss. Das sehe ich ein, das ist knapp. Das müssen Sie auch dem Geringverdiener erzählen, der gerade mal drüber liegt und dafür jeden Morgen auch zur Arbeit geht und der auch jeden Euro umdrehen muss. Und insofern einfach nur mehr Geld in Hartz IV setzen, mehr Menschen in Hartz IV reinziehen, weil sich Arbeit für sie nicht mehr lohnt, anstatt dieses Geld zu investieren, dass die Menschen rauskommen aus der Arbeitslosigkeit, das können sich auch nur die Grünen ausgedacht haben. Und das ist eben das Gegenteil von dem, was Aufstiegsmöglichkeiten und Durchlässigkeit angeht. Zweite Frage war Ungleichheit in Deutschland. Aus all den Dingen, die wir heute Abend besprochen haben, also immer wieder auch gucken, was schafft Arbeit, was schafft die Möglichkeiten, auf eigenen Füßen zu stehen, hat sich, obwohl wir vor 10 Jahren eine wachsende Tendenz gesehen haben, dass die Einkommen weiter auseinandergehen, was nicht gut ist, in den letzten 3 Jahren gezeigt, dass die Einkommensschere nicht mehr auseinandergeht. Es hat übrigens nicht nur was mit Politik zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass die Tarifparteien, die vor 10 Jahren am Anfang der Schwierigkeiten, die wir hatten, sich zurückgehalten haben mit Lohnsteigerungen, jetzt zu Recht gesagt haben, in den letzten Jahren, es geht uns besser, alle sollen daran teilhaben
Und deshalb haben wir gute Lohnerhöhungen gehabt, die die Einkommensschere wieder so halten und nicht weiter auseinandergehen lassen. Zeigt immer wieder eine soziale Marktwirtschaft, die gut funktioniert, nicht nur Politik, auch Sozialpartner, sorgt dafür, dass alle mitmachen können. Yes. Jetzt müssen wir sehen, dass wir nicht zu viel überziehen zeitlich. Andererseits, nachdem soziale Gerechtigkeit so viel heute Thema war, schlage ich vor, dass wir die vier, die ich notiert habe, auch noch mitnehmen. Die werden bestimmt diszipliniert, solidarisch kurze Fragen stellen und dafür dann auch mit kurzen Antworten von hier oben belohnt. Sie fangen an, bitte. Ist angekommen bei Pierre. Mein Name ist Axel Michael Unger. Ich bin Präsident des Bundesverbands der deutschen Berufsausbilder. Und Frau Ministerin von der Leyen, ich habe zum Thema der Fachkräftesicherung habe ich so eine Bitte und eine kurze Frage. Die Bitte ist einfach die, das Potenzial zur Sicherung unserer Fachkräfte liegt ja bei unseren Menschen, bei den Menschen, bei den Ausbildungs- und Weiterbildungspersonen. Und ich stelle fest, und das hat auch eine Untersuchung vom Bundesinstitut für Berufsbildung ergeben, dass die Anerkennung und Wertschätzung dieses Personenkreises nicht wahrgenommen wird. Wenn man sich unterschiedliche Programme anschaut, und das ist so meine Bitte, bei zukünftigen Programmen, Projekten oder Fördermaßnahmen, diesen Personenkreis, und es sind ja hauptsächlich nebenamtliche oder ausbildende Fachkräfte, die also diese Arbeit noch leisten, aufgrund der doch schwierigen Rahmenbedingungen. Der zweite Punkt. Hoffentlich fällt die Belohnung dann nicht so lang aus wie die Frage. Nein. Und meine Frage ist eine ganz kurze. Frau von der Leyen, ich war am 30.04. bei Audi bei einer Veranstaltung Inklusion, auch von Ihrem Ministerium unterstützt. Und da habe ich festgestellt, dass das Thema bei der Arbeitswelt bei unserer Wirtschaft noch nicht angekommen ist. Wie sehen da Ihre Pläne aus, dieses Thema, was auch ein Thema zur Fachkräftesicherung ist, umzusetzen für unsere Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt? Danke. Dann hier gleich die nächste. Mein Name ist Reinhold Udenbrock, ich komme aus dem Münsterland. Seniorenunion, man sieht das, braucht man nicht sagen. Werden wir im Wahlprogramm das Thema Mütterrente anschneiden? Ich vermute, ja. Und wenn wir es anschneiden, habe ich eine herzliche Bitte, dass wir nicht konkret sagen, ihr bekommt im ersten Jahr so und so viel mehr, sondern dass wir sagen, wir machen das stufenweise, damit man uns nicht nachher festnageln kann. Zweite Frage, werden wir auch die Frage der Mindestrente im Wahlprogramm anschneiden? Und da stellt sich wiederum die Frage, wie werden wir das anschneiden? Wenn Sie die Aussage treffen, dass jeder, der 40 Jahre geklebt oder gearbeitet hat, auch eine Rente haben muss, die über dem Grundsicherungsniveau liegt, dann halte ich das für ungut. Was soll der denn sagen, der nur 39,5 Jahre gearbeitet hat? Und von daher bitte ich auch hier darum, die Dinge so zu gestalten, dass sie nachher auch noch Luft haben in Koalitionsverhandlungen, um da den richtigen Weg zu finden. Johannes von Tadden, Vorstand Astrium, europäisches Raumfahrtunternehmen. In den letzten Jahren ist in Deutschland die Arbeitslosigkeit ja um etwa 2 Millionen Menschen gesunken. Die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Allein in unserer jungen Industrie haben wir in den letzten 4, 5 Jahren die Beschäftigung in Deutschland um 40% in hochbezahlten Arbeitsverhältnissen ausgebaut. Als ein Beispiel, woran liegt das? Neben guten Arbeitnehmern und guten Einigungen mit den Gewerkschaften, unter anderem an der Hightech-Initiative der Bundesregierung und am Euro. Meine Frage an Sie, Frau Ministerin, was tun wir im Wahlprogramm dafür, damit die Diskussion über den Aufschwung sich nicht reduziert auf die Problemlagen, sondern dass auch darüber geredet wird, wie viel gute Arbeitsplätze in Deutschland in den letzten Jahren entstanden sind. Und Herr Minister, wir brauchen den Euro und wir brauchen ihn in ganz Europa, ansonsten geht der Aufschwung in Deutschland nicht weiter. Sie haben vorhin lange geantwortet, deshalb meine Bitte nur, kämpfen Sie für den Euro. Und die Frage vielleicht, was können wir gemeinsam dafür tun, dass die Menschen in Deutschland verstehen, dass die Vorteile des Euros viel größer sind als die Probleme, die wir derzeit vielleicht auch mit ihm haben. Und die letzte Frage hier drüben, bitte. Ja, mein Name ist Lien Weg und ich bin 16 Jahre alt und Schülerin. Mein Anliegen heute ist, ja, wie wollen wir in 30 bis 40 Jahren oder über die Inhalte, die wir heute reden, die in 30 bis 40 Jahren sein werden,
reden, wenn wir noch nicht mal wissen, ja, wie viele Jugendliche oder wie viele junge Menschen sich dafür überhaupt einsetzen werden, weil ich kriege es vor allem in der Schule mit, dass immer weniger junge Menschen sich dafür interessieren, was passiert hier, was passiert im Bundestag und was passiert überhaupt in der Politik. Jetzt beginnen wir mal mit dem Finanzminister, bitte. Also Herr von Thadden, ich verspreche Ihnen, wir werden weiter dafür kämpfen, dass der Euro stabil bleibt, dass der Euro das Vertrauen, was er eine Zeit lang teilweise in den Finanzmärkten ein Stück weit verloren hatte, behält und dass die Probleme, die wir hatten, weiter überwunden werden, weil, ja, ich muss es nicht noch einmal wiederholen, ich glaube, dass das ganz erfolgreich ist. Und wir werden auch nicht müde werden, den Menschen zu erklären, die natürlich sagen, oh Mensch, wie lange noch und was man alles an schrecklichen Nachrichten hört. Aber ich will Ihnen noch eine gewisse, doch zuversichtlich stimmende Information geben. Ich habe es vorher bei Griechenland gesagt, man darf nicht einzelne Karikaturen verallgemeinern. Oder wir sind auch nicht der Buhmann in Europa. Wenn Sie Meinungsumfragen sich anschauen, dann war die Zustimmung in Deutschland zur Mitgliedschaft in der gemeinsamen Europäischen Währungsunion seit Einführung des Euros niemals so hoch wie jetzt. Weil diese Krise der letzten Jahre auch dazu geführt hat, dass die Menschen sich stärker damit beschäftigen und weil sie natürlich inzwischen verstanden haben, die allermeisten, dass es ein Wahnsinn wäre, wenn wir riskieren würden, dass wir das wieder kaputt machen. Und deswegen, das ist ja oft so, Krisen haben manchmal auch was Heilsames. Und deswegen würde ich auch gern zu der jungen Dame und zu der Frage, was machen wir denn, oder wenn die jungen Menschen sich gar nicht dafür interessieren, oder wie erreichen wir, dass junge Menschen sich auch weiterhin dafür interessieren? Ja, das ist wahr. Denn jungen Menschen muss man wieder und wieder sagen, es ist immer so im Leben, nichts ist für die Zukunft schon garantiert. Der Goethe, aber das wissen die jungen Menschen auch nicht mehr alle, der hat mal gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Wir müssen es immer wieder neu. Man muss aber jungen Menschen gelegentlich sagen, schaut mal, was für faszinierende Möglichkeiten wir haben. Keine Generation vor Ihnen hat auch nur annähernd solche Möglichkeiten gehabt, in der ganzen Welt, sich in der ganzen Welt umzutun, Menschen aus der ganzen Welt hier zu treffen. Wir sind ja, unsere Gesellschaft verändert sich ja in einem rasenden Tempo. Aber das Leben enthält unglaublich mehr Möglichkeiten als früher. Auch der technische Fortschritt, wenn ich sehe, wie junge Menschen mit den neuen Informationstechnologien umgehen, das werden wir Älteren niemals mehr so selbstverständlich lernen. Wir müssen das immer viel bewusster uns aneignen. Für Junge ist das ganz selbstverständlich. Und dann muss man zwischendurch daran erinnern, nichts ist so selbstverständlich, dass es nicht auch gefährdet werden kann. Die jungen Menschen in der islamischen Welt kämpfen, riskieren ihr Leben, um in Freiheit oder ein wenig Freiheit leben zu können. Sie riskieren ihr Leben, sie setzen ihr Leben ein, um Rechtsstaatlichkeit zu haben. Andere müssen leiden Hunger auf der Welt und haben sonstige viele Sorgen. Wir haben das alles nicht. Deswegen haben wir nur eine Gefahr. Wir dürfen nicht glauben, es wäre so selbstverständlich, dass wir es wieder aufs Spiel setzen. Die Alten können es für die Zukunft nicht alleine machen. Wenn es die Jungen nicht selber machen, dann wäre es schlechter. Aber mir ist nicht so bange. Die junge Generation heute ist motiviert, sie wird zunehmend gut ausgebildet. Aber unsere Zukunft ist die junge Generation und darin liegt ihre Chance. Darf ich auch andersrum anknüpfen, nämlich, wo ist die junge Dame, die gefragt? Da hinten, genau, an ihrer Frage. Mir ist, als ich junge Frau war, zum ersten Mal aufgegangen, wie viel hier verteidigenswert ist, in der Zeit, als ich zum ersten Mal Schüleraustausch und dann später als junge Ärztin im Ausland war. Als junge Ärztin war für mich vor allem am prägendsten, ich mag es gar nicht sagen, aber wir waren zum ersten Mal in den USA für längere Zeit und da habe ich überhaupt erst realisiert, dass es Länder gibt, in denen Menschen überhaupt nicht krankenversichert sind. Das heißt, wenn man sich da das Kind den Arm bricht, wird das richtig teuer.
wenn der Mann oder die Frau krank wird, zum Beispiel Krebs bekommt, ruiniert das eine Familie, wenn man nicht krankenversichert ist. Und das konnte dort zu der Zeit, war ein Viertel der Bevölkerung nicht krankenversichert. Unsere Grundschullehrerin hatte keine Krankenversicherung. Da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man krankenversichert ist. Heute aus meiner Distanz hört sich das naiv an. Aber ich habe immer gelebt in einem Umfeld, wo Krankenversicherung nur eine Frage ist beim Arzt, bei wem sind Sie versichert? Aber nicht, ob irgendwer die Rechnung zahlt oder ich die Rechnung, beziehungsweise meine Eltern die Rechnung dann zahlen müssen. Und dann fängt man an nachzudenken, in der Tat nicht nur, wie man es erhält, sondern auch, was müssen wir tun, damit es, weil die Welt sich so schnell verändert, das, was wir für richtig halten, auch weiterhin bestehen bleibt. Ich glaube, und das merke ich auch gerade in den internetbasierten Formaten, wenn man vor allem Themen hat, die junge Menschen bewegen, also das ganze Thema um junge Familie mit Kindern, boah, dann ist da ganz viel Bewegung drin, da ist ganz viel Emotion auch natürlich drin, weil das geht tief in die Frage von Rollen, von Männern und Frauen und wie geht man richtig mit Kindern um und Vereinbarkeit und wie soll denn das alles funktionieren. Aber da sind junge Menschen dann total engagiert. Das ganze Thema Frauenquote hat man auch richtig gleich, Musik in der Bude. Das sind Themen, die sie natürlich faszinieren und da mischen sie ordentlich mit und genau da gestaltet man am Anfang. Vielleicht ist das Rententhema noch nicht so hochinteressant für sie oder das Steuerthema eben auch noch nicht, weil sie gar nicht in der Zone sich bewegen. Aber es gibt natürlich andere Themen, die sind hochspannend und da brauchen wir sie. Da geht's, was heißt wir? Ich meine, ich gehöre schon zu der Generation, die gar nicht mehr um die Frage, wie machen wir das jetzt mit der ersten Klasse mit dem Kind, wie machen wir es mit dem Kindergarten hautnah zu Hause das hat. Ich bin eher in der Phase, wo wir gerade noch Pubertät und Studium mit den Kindern haben. Aber da kommt man rein in die Themen und dann will man auch was verändern, dann will man was erhalten und das sind genau die Ebenen, wo man mitmischen kann, ganz egal wo es ist. Aber Hauptsache mitmischen und so kommen sie dann langsam aber sicher in die Mitgestaltung der Gesellschaft. Ich übrigens damals in den USA wollte dann unbedingt in die Gesundheitspolitik. Wie man sieht, bin ich da niemals gelandet oder nur, weil das gleich klar ist, ich will da auch nicht mehr landen. Aber es war damals das Interesse, Gesundheitspolitik hier mitzugestalten, was mich in die Nähe von Politik gebracht hat und wie man sieht, ist der Weg dann woanders hingegangen. Aber so kann es halt passieren. Inklusion war Ihre Frage. Und was vor allen Dingen Inklusion am Arbeitsmarkt. Erstmal muss ich, glaube ich, einmal vorweg sagen, Inklusion für Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, die meisten wissen nicht, dass 95% der Behinderungen im Laufe des Lebens erworben werden. Das heißt, es ist etwas, was jeden von uns in unterschiedlicher Form zu unterschiedlichen Schritten des Lebens erreicht, sodass wir ein hohes Interesse gemeinsam haben, eine Gesellschaft zu leben, die nicht fragt, welche Handicaps oder Fähigkeiten man hat, sondern einfach weiß, dass es unterschiedliche Lebenssituationen gibt, für die man auch Möglichkeiten schaffen kann, wirklich schaffen kann, wenn man sich bemüht. Und deshalb haben wir gerade im Arbeitsmarkt ein Programm Inklusion aufgesetzt, das zeigt ganz konkret, was es braucht, dass junge Menschen mit schweren Behinderungen zum Beispiel eine Ausbildung machen. Also die Frage auch, wie kann man die Wenns und Abers drumherum beiseite schieben, weil diese jungen Menschen natürlich etwas können und ihre Fähigkeiten auch entwickeln wollen, wie jeder junge Mensch, der eine Lehre angeht. Wir haben das Programm ausgerichtet, dass Menschen mit schweren Behinderungen gerade auch in Unternehmen den Einstieg finden. Es ist meistens die Hemmschwelle, die gesenkt werden muss. Dass das Unternehmen lernt und wenn die einmal angefangen haben damit, dann sagen die, wir schwören darauf, dass sie lernt, dass das Unternehmen lernt, die Hemmschwelle zu senken, die Möglichkeiten der Beteiligung im Unternehmensleben auch zu schaffen, dass Barrierefreiheit so hergestellt werden kann, dass man keine Sorge haben muss, dass man das nicht schafft, sondern dass es Techniken gibt und dass es Rat gibt bei uns auch, dass man das hinkriegen kann. Und das läuft sehr erfreulich. Also da sieht man, dass ich merke es immer wieder bei Inklusion, vor allem es eine Frage ist, Wissen zu verbreitern über das, was möglich ist, über die Hilfe, die es gibt. Und zwar damit meine ich nicht für Menschen mit Behinderungen, sondern für den Arbeitgeber, der oft zu wenig da weiß. Und dann auch sehr, sehr gute Modelle laufen, die wirklich selbstverständlicher machen, dass Inklusion tatsächlich auch gelebt wird. Und zwar nicht nur im Alltag, nicht nur in der Schule, wo wir auch viel damit arbeiten, sondern vor allem auch im Arbeitsleben.
Eine Frage war noch mal. Die Mütterrenten und die Lebensleistungsrente. Ja, Mütterrenten, glaube ich, haben wir gut miteinander auch besprochen. Klar wird, werden wir das Thema Mütterrenten im Wahlprogramm haben und, glaube ich, genauso wie wir ausführlich am Anfang dann auch miteinander darüber gesprochen haben. Und bei der Lebensleistungsrente, Sie haben recht mit der Frage, wie ist denn das mit 38, 39 Beitragsjahren? Es gibt eine zweite Komponente in der Lebensleistungsrente. Wir sagen, die beiden Komponenten sind einerseits die gesetzliche Rente und andererseits die private Vorsorge. Ganz viele Geringverdiener sagen, es lohnt sich nicht, die private Vorsorge. Erstens habe ich nicht das Geld dafür und zweitens, wenn ich später in der Grundsicherung lande, dann wird meine private Vorsorge geschluckt und dann habe ich gar nichts davon. Und deshalb sorgen Sie nicht privat vor. Das ist falsch. Geringverdiener, mit 5 Euro im Monat ist man dabei, mit ganz kleinen Einkommen. Und der Staat gibt für einen Erwachsenen 13 Euro im Monat dazu. Und wenn ein Kind da ist, nochmal 26 Euro im Monat dazu. Also es wird hoch subventioniert für die kleinen Einkommen, wenn man zum Beispiel ein Riester-Produkt machen will. Aber es gibt auch das Thema der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Zum Beispiel der gesamte Bausektor hat eine automatisch betriebliche Altersvorsorge. Da haben Sie schon die Altersvorsorge. Und jetzt komme ich zu Ihren 39 Jahren, wenn man eingezahlt hat. Da sagen wir, obendrauf zu dem, was man hat in der Grundsicherung, kann man dann alles behalten, anders als heute, was man private Vorsorge sich angespart hat im Laufe der Zeit. Also es lohnt sich, früh anzufangen, früh einzuzahlen in die Systeme, früh auch die vom Staat geförderte Altersvorsorge zu machen als Geringverdiener, damit es am Ende dann auch tatsächlich reicht. Danke sehr, Herr Finanzminister. Zum Abschluss ein Thema, was jetzt am Wochenende hochkam, ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. CDU jetzt auch für Mietobergrenzen bei Neuvermietung. Da wird sich der ein oder andere wahrscheinlich fragen, ist das eigentlich noch mal eine CDU, die Partei der Marktwirtschaft, und kommt dann demnächst auch ein Höchstpreis für Autos, damit sich jeder einen Golf leisten kann? Naja, man muss ein bisschen genauer hinschauen. Wir haben ja eine Regelung getroffen für alle Wohnungen, die vermietet sind, dass die Mieterhöhungen nur begrenzt sind. Und in den Ballungsgebieten haben wir das auch reduziert, weil ja da wir zum Teil doch erhebliche Mietsteigerungen haben. Dann haben wir das Problem, dass wir in manchen Ballungszentren eine wahnsinnig starke Preisentwicklung haben. Und dass es deswegen für Menschen, jüngere Menschen, die sich eine Wohnung suchen müssen, schwierig ist, eine zu finden zu erträglichen Preisen. Deswegen ist das Entscheidende, dieser Preissteigerung entgegenzuwirken. Und deswegen müssen wir die Initiativen für Wohnungsbau verstärken. Wir brauchen mehr Wohnungen in den Ballungszentren. Das ist das Entscheidende. Und darauf werden wir uns auch konzentrieren. Aber das fängt schon an. Wir brauchen solche Dinge wie energetische Gebäudesanierung. Das hat auch damit zu tun. Wir müssen das auch für Menschen, die im Wohnungsbau investieren wollen, weiterhin attraktiv halten, im Wohnungsbau zu investieren, sonst werden wir das Gegenteil erreichen. Und dann wird man für die Einkommensschwächeren weiterhin schauen müssen, dass wir auch öffentlich geförderten Wohnungsbau haben. Das hatten wir immer und dort wird man natürlich dann auch den Mietpreis in die eine oder andere Form entweder subventionieren durch Mietgeld oder eben indem man sagt, was öffentlich gefördert ist, muss dann auch eine Begrenzung sein. Das ist schon richtig. Nur wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, das wird die Union auch nicht tun, sondern wir werden genau darauf achten. Das eigentliche Problem der Entwicklung ist, dass wir in manchen Ballungszentren eine zu starke Preisentwicklung haben und die kann man am besten dadurch lösen. Erstens, indem wir manchen Konzentrationsprozessen versuchen entgegenzuwirken. Deswegen ist zum Beispiel auch wichtig, dass man eben darauf achtet, dass wir auch die ländlichen Räume entwickeln, dass die Arbeitsmarktchancen, die Ausbildungschancen in ländlichen Räumen genauso gut sind. Deswegen zum Beispiel Breitbandverkabelung überall, auch in der Fläche, ist ein großes Thema. Also da gibt es eine Fülle von Themen, auf die man achten muss, wenn man zu starken Konzentrationsprozessen entgegenwirken will. Und dann muss man das nötige Angebot haben. Und weil der Staat am Ende immer nicht der Beste, jedenfalls als alleiniger Investor ist, muss es interessant sein, für Menschen Wohnungen zu bauen und zu vermieten.
Wenn Sie daran kein wirtschaftliches Interesse haben, dann können Sie sie zwar abkommandieren zum Schneeschippen, aber Sie werden kein Geld in Häuser investieren. Und deswegen muss man auch da die richtigen Anreize setzen und gleichzeitig darauf achten, haben zum Beispiel bei Studenten, ich weiß das von Peter Ramsau, Sie werden sich erinnern, im studentischen Wohnraum haben wir ein großes Problem bei der jungen Generation. Da muss der Staat dafür sorgen, dass die in der Zeit, wo sie das noch nicht bezahlen können auf dem privaten Markt, genügend Angebot haben für bezahlbaren Wohnraum für alle. Frau Ministerin, für Sie zum Abschluss, wenn man sich das anschaut, also Mietobergrenze, Lohnuntergrenze, Lebensleistungsrente. Warum fällt der CDU eigentlich sowas immer ein, erst nachdem die Opposition auch an sowas arbeitet? Also brauchen Sie erstmal die SPD als sozialpolitisches Trüffelschwein Sie mit Ihren Konzepten? Also Lebensleistungsrente, hier sitzt das Original, wenn ich das mal gleich sagen darf. Und die Opposition ist dann hinterhergetappelt und hat das kluge Prinzip, das richtige Prinzip, nur mit einem anderen Namen belegt und noch ein paar Girlanden drum gemacht. Also das erstmal gleich vorweg. Und zweitens Mindestlohn. Sagen wir so, die Opposition, das erlebe ich oft, ist immer ganz, ganz schnell im Sagen, das wollen wir alles machen. Wir sind dann diejenigen, die es umsetzen. Wir haben zum Beispiel bei den Mindestlöhnen, wie ich eingangs sagte, in 12 Branchen einen Mindestlohn. Alle unter CDU-Kanzlern eingeführt. Die letzten 5 unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Das heißt, wir haben gezeigt, wie es gehen kann, haben daran auch gelernt, übrigens, wie es gehen kann. Insofern, die Autorenschaft für bestimmte Themen, die würde ich noch mal strittig stellen, so wie Sie sie eben formuliert haben. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank. Wir sind am Schluss, aber natürlich alle nicht am Ende. Ich danke Ihnen beiden hier auf dem Podium fürs engagierte Antworten, Ihnen im Saal und denen, die übers Internet mitgewirkt haben und über Twitter für die rege Diskussion. Und ansonsten bleiben, glaube ich, noch ein paar Minuten für weitere anregende Gespräche. Vielen Dank, einen schönen Abend und eine gute Zeit.